So, nicht aufgenommen. Ich kenne nichts aus. Okay, Rick, okay, nimmt es auf, passt. Ja. Okay. Prost, dich an. Prost. 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 Und willkommen beim Biertocher Podcast 292. Wir schreiben den 14. 2017, befinden uns beim Garrett in der Zypresse, Westbahnstraße 35A 1070 Wien. Und heute sind bei uns der Stefan, der Harry, der Horst, der Dennis, Karl-Heinz. Okay, das muss jetzt, und nicht der Gregor, der ist krank. Und deshalb muss ich jetzt sagen, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, dem Jörg seiner Internetagentur. Und wir bedanken uns herzlichst bei ihm und selbstverständlich auch bei allen Leuten, die uns immer noch flattern, die uns Patreonen und die uns sonstige Goodies zukommen lassen. Dankeschön, speziell das Klebemonster und bei allen Feedbackern sowieso. Okay, meine Herren, haben wir Termine zum Ankündigen? Linux-Wochen, jetzt habe ich aber vergessen, wann es stattfindet. Im Mai. Es stehen aber schon die Termine fest und es ist auch schon Call for Papers. Und zwar sowohl Wien als auch Graz. Ich weiß nicht, die Woche gesehen. Wäre mal interessant, auch nach Graz zu fahren. Hm. Okay. Sonst keine Termine. Podcast-Meetup. Podcast-Meetup. 24. Ja, aber ist schon spät eigentlich. Ah ja, wenn der rauskommt, ist es schon vorbei. Mhm. Ja, oder? Nein, es ist nächste Woche erst. Stimmt, ist ja noch über. Und außerdem, morgen ist er ja schon online. Ich bin, bin umnachtet. Also 24.02. Freitag, 18 in Uhr, Sektor 5. Sektor 5. Und wo geht es nachher hin, weiß man schon? Die Post-Podcast-Meeting. Weiß man nicht. Aftershow-Party. Ganz spontan. Ganz spontan wird das entschieden. Bitte auf Meetup sich einzutragen, dass wir wissen, wie viele Leute kommen. Und sonst PyCon SK ist das für Python-User in der Bratislava, Slowakei, ist eine schöne Python-Konferenz nächsten Monat. Bitte in den Shownotes den neuen Termin nachlesen oder einfach auf PyCon SK googeln. Okay, dann kommen wir zum Teaser, oder? Ja. Ja, sagt jeder einfach reihum, was er an Themen gedenkt vorzutragen. Stefan, darf ich dich bitten? Monit und NetData. Okay. Was? Ja, Monit. Schön. Wird dann heute, nur kurz sagen. Harry? Ich habe was über Twitter, eine Podcast-Empfehlung und eine neue Kamera kommt raus. Aha, und erzählst du über alles oder müssen wir abstimmen, was du... Vielleicht, erzählst? Schauen wir mal. Okay. Ich habe mehrere Dinge. Okay, ich habe ein Buch gelesen, da komme ich halt wahrscheinlich eh nicht dazu. Das ist David gegen Goliath. Das wird verschoben und sonst habe ich einen Film gesehen, Die feine Gesellschaft, und kann ein bisschen berichten über Tanzpartnerbörsen. Ja, ich habe mir einen Film angeschaut und zwar Slow West. Du bist neu. Ja, ich bin ganz neu. Ich bin immer für Musik und Politik und letzte Woche war ich auch in Venedig. So. Ah, das ist nett. Erste Mal in meinem Leben in Italien. Cool, dann sagen wir Teaser fertig. Oder habt noch was? Okay. Und ja, dann würde ich sagen, Karl-Heinz, stellst du dich einfach vor, wer du bist, was du so machst und erzählst ein bisschen aus deinem Leben, weil dich die Hörer alle nicht kennen und wir auch nicht. Ja, ich bin geboren in einem... eine Wüste im Westen, das voll von religiösen Fanatiker ist und verrückte Leute. In den United States? Oder? Ja. Wo, wenn man nicht zu den mehrheitlichen Religionen gehört und wo es auch noch immer Leute gibt, die mehrere Frauen haben und so. Also das gibt es ja auch. Das geht bei den Mormonen. Ja, ich war in Utah geboren, meistens von meinem Leben habe ich in Kalifornien verbracht. Ja. Ich bin sozusagen eine sehr technologieinteressierte Pianist, klassischer Pianist. Mhm. Und ich wohne seit 2 Jahren in Wien. Wow. Und ja, mein längsten habe ich in Silicon Valley gewohnt. Mhm. Und cool. Ich kenne den Dennis. 2, 3 Jahre? Ja, so irgendwie. Wir kennen uns. Ich habe mal beim Hoffmannsthal so ein Konzert gemacht oder so. Oh. Okay. Und du hast erst seit 2 Jahren Deutsch gelernt? Oder?
Nein, mein Vater ist Deutsch. Ah, meine Mutter ist Tschechisch und ich bin in Amerika geboren. Alles klar. Coole Sache. Stefan, tust du ein bisschen moderieren? Ich bin zu geistig umnachtet. Moderieren? Ja, einfach so das Wort verteilen und so. Seit wann machen wir das? Fragenstellen oder sowas. Ja. Du hast gesagt, du warst in Venedig. Mhm. Ja, leg los. Naja, ich habe eine schöne... einen Teil von meiner, wie soll ich sagen, Hochzeitsreise gemacht. Oh. Machen mehrere. Ich habe in, schon 2015 ist das, oder? Ich glaube, ja, in so geheiratet. Und das kann ich mehr. Ja, es ist. Wir haben endlich wirklich die Zeit gehabt. Wir haben auch, letztes Jahr waren wir auch, sind wir gereist und dann hier, wir haben von meiner Schwiegermutter so eine Jolly Days Sache bekommen, einen Gutschein für Hotel und so, und dann haben wir ausgesucht Venedig und wir sind dort gewesen, ein paar Tage vor Karneval, die letzten zwei Tage waren wir dort, wie gerade diese ganzen Sachen losgegangen sind mit den Millionen von Touristen und so. Und es war eine sehr schöne Zeit, haben wir gehabt und ja, es hat mir gut gefallen. Wie sieht der Karneval in Venedig aus? Ja, haben da alle diese Masken mit dieser langen Nase? Ja, erstens mal, die Leute, die diese Masken tragen, glaube ich, meistens sind die Touristen. So die Touristen, the tourists of the entertainment, sozusagen. Aber es gibt auch wirklich schöne, manche Leute gehen in richtig schöne Kostüme. Das ist Cosplay, würden die in Japan sagen dazu. Ja. Und beim Karneval eine Frage, ich meine, der erste Tag, die haben so ein Event gehabt, wo die so mit Lichteffekte und die Frauen, die so wie Schmetterlinge geflogen sind und solche Sachen auf Schiffe durch diese eine Kanal und mit Feuerwerfer und so. Und den zweiten Tag war mehr so für die Einheimischen, wo die alle ihre privaten kleinen Schiffchen und so durchgefahren sind. Und das war, zweiten Tag war interessanter. Da hat man alle die verschiedenen, manche waren wie Piraten gekleidet, manche wie Clowns und alles mögliche oder mittelalterlichen. Das war ziemlich cool. Es war auch cool, dass am zweiten Tag gab es gratis Essen für alle. Wow. Ja. Oh, ja, das war, in Italien? Ja, gratis Essen waren so Stände, wo man einfach Essen holen konnte. Aber da waren so viele Leute, dass man einfach zugequetscht hat. Man hat... Die Leute, die das Essen serviert haben, haben Angst gehabt, dass den Tisch runterfällt, dadurch, dass so viele Leute sich dagegen angelehnt haben. Und es war wirklich wie, es war so, dass man Leute geschoben haben die ganze Zeit. Wow. Ja. Aber die ersten zwei Tage waren fast keine Touristen und niemand konnte in Ruhe die Stadt anschauen. Und sehr oft haben wir uns verloren, natürlich. Verlaufen. Ja. Verloren oder verlaufen? Das ist ein Unterschied. We got lost. Ja, verlaufen. Ja. Verlaufen. Ja. Also, Dings verloren ist, wenn du deine Frau verlierst. Nein, das habe ich nicht. Suchen musst. Ja. Ja. Und warst du auf einer schönen Party in einem Palazzo? So richtig mit? Nein, nicht so eine Party. Wir haben mehr eine zu zweit romantische Getaway gehabt. Du hast gesagt, du bist technikaffiner Pianist. Ja. Wie, erzähl mal, wie das zusammenpasst oder wie sich das äußert. Wie soll ich sagen? Ich habe angefangen, Klavier zu spielen mit 4 und ich habe meinen ersten Computer bekommen mit 3,5. Also ich habe immer einen Computer benutzt. Ich war sehr... Mein Vater ist zum Beispiel Elektroniker gewesen und nicht mit Musik. Meine Eltern sind beide nicht Musiker. Und ich habe immer sehr viel mit Computer gemacht. Und die Frage ist, ob ich mehr mit Computer gemacht habe oder mehr mit Klavier. Aber ich habe Musik studiert, wirklich. Und das ist auch dein Beruf, hast du gesagt? Ja, aber ich mache auch meine Computersachen. Also auch. Das ist so. Ich meine, als Musiker nur. Ich meine. Am liebsten spiele ich Konzerte, aber es gibt, ich glaube, in Österreich 2 Leute, die nur von Konzerten leben. Ja. Es vielleicht in Utah weniger Pianisten gibt. Die einzige bekannte Pianisten, die ich aus Utah kenne, sind The Piano Guys.
Und das ist schon noch gar kein Piano, ne? Das war ein Haufen von Leute, die haben einfach sich beim Klaviergeschäft getroffen, haben einfach gespielt. So. Das sind nicht Pianisten. Sowieso, die haben bei Trumps Inauguration Ball gespielt. So. Ja, ja, genau. Oh. Okay. Da war doch auch dieser Chor, der hieß doch Mormon Tabernacle Choir. Ja. Das ist eine von den wenigen Sachen, Kunstsachen, die es gibt in Utah. Das ist eine kulturelle Wüste da. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Also du bist in Utah aufgewachsen. Naja, ich bin in Utah geboren. Dann mit 7 bin ich nach Malibu gezogen. Ah, okay. Ja. Und dann mit 11 bin ich zurück nach Utah gezogen. Mhm. Dann mit 13 nach San Jose in Silicon Valley. Und dann mit 25 nach Tschechien gezogen. Okay. Und dann vor 2 Jahren hier. Und wegen Utah, also kannst du das beschreiben für uns Europäer? Also einfach so, was sind die Unterschiede zu hier oder wie kann man sich das vorstellen? Ist es eher ländlich oder? Es ist sehr ländlich, extrem ländlich. Die Natur ist sehr schön. Es gibt schöne Wüsten, Berge und es gibt sogar Wälder und so weiter. Ja. Wenn man da Urlaub macht, super, aber dort zu wohnen ist extrem ein Dorf. Meine Mutter kommt aus Tschechoslowakei und hat jetzt gesagt, dass die haben mehr kontrolliert, was man macht, als die Kommunisten. Okay. Wow. Ja. Aber es ist so, es ist schön, aber die Leute sind extrem konservativ. Ja. Und es ist sehr... Und dort sind nur Mormonen oder auch andere christliche oder sonstige Sekten? Es gibt, Gruppen? Wenn man in Salt Lake City ist, das ist mehr gemischt. Aber außerhalb, ich glaube, es ist über 80% Mormonen. Okay. Und die Rest ist wahrscheinlich 12 oder 15% christlich. Okay, ja. Und ich bin sogar dort, bin ich zu 2 Jahre zu einer von dieser evangelistischen Privatschulen gegangen, diese Creationist-Schulen, wo man das Welt ist in 7 Tagen erschaffen ist und so weiter. Cool. Die Mormonen sind nicht so schlimm, aber ich meine, die machen Klammern auf Fernseher über, wie Alkohol schlecht ist und es gibt auch verschiedene andere Unterschiede, wie zum Beispiel, man kann nur Alkohol kaufen, so Flaschen und so, von Spezialgeschäften, nicht im Supermarkt und so. Okay. Und ich glaube, es rauchen 8% von der Bevölkerung. Es rauchen? Oder? Leute, die Prozent von Leuten, die rauchen, Zigaretten rauchen, ist 8%. Aber ist das viel oder wenig? Ist es 50, oder? Ja, aber für die USA jetzt. Es ist die am wenigsten von ganz USA. Und ich meine, es gibt Kirchen überall. Es ist willig und ist sehr wichtig und Republikaner zu sein ist auch sehr wichtig. Ah, das gehört zusammen. Okay. Und wird Weed geraucht oder eher nicht? Das weiß ich nicht. Ich war zu jung. Du warst zu jung. Ich war nicht so alt, dass ich. Okay. Ich meine, in San Francisco, in Los Angeles, das kenne ich. Ja. Und als Kind oder als Jugendlicher in Utah, ist dir das sozusagen dann zu langweilig gewesen? Oder hättest du gern, ist unglaublich langweilig. Naja, ich war von 7 bis, ich glaube so circa in Malibu und das ist in der Nähe von Los Angeles und da ist Hollywood, da ist alles Mögliche und dort mehr und alles. Das hat dir schon als Kind mehr gefallen? Ne? Ja, viel mehr natürlich. Ich meine, okay, es ist auch so, dass wenn man ein Haus kauft in Malibu, ist es 3 Millionen und in Utah ist es 200.000 oder sowas. Es ist wie ein anderes Land. Es ist wie Unterschied zwischen hier und ich weiß nicht. Ich will nicht ein anderes Land beleidigen. Tschechische Grenze. Na, Tschechien ist... Also ich meine jetzt noch in Österreich. Das ist sozusagen Grenzgebiete sind so früher. Du meinst das Burgenland, oder? Oh, naja. Da oben Niederösterreich, diese... Ja, Niederösterreich. Ich meinte schon Richtung, also ganz Norden von Niederösterreich. Ah, okay. Früher da ist ein Vorhang. Ja, da sind die Wohnungspreise auch so. Ihr zahlt so für eine Wohnung für 70 Quadratmeter fast 300.000 und dort bekommst du für 300.000 den ganzen Spritz, so ungefähr. Das ist ja gut, das Burgenland war ja auch
Oder ist es immer noch diese einfach so günstig und Entwicklungsgebiet? Ja, Burgenland ist noch ein ganz klein Tickchen teurer als die Grenze zu Tschechien. Aber es stimmt, das Burgenland ist auch wirklich günstig. Dann wäre es einfach besser, eine Wohnung in Bratislava zu kaufen, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, wie sind da die Preise? Weniger als in Wien. Ja, okay, aber Wien ist auch wirklich ziemlich teuer. Jetzt hast du gesagt, als Tourist wäre es ganz schön. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß genau eine Sache, die es in Utah gibt, nämlich die Utah Jazz. Dass es ein Basketballteam gibt. Ja. Ansonsten weiß ich nicht, was es dort zum Sehen gäbe. Ja, die Natur ist ja schön. Bryce Canyon gibt es im Süden zum Beispiel. Okay. Und die Berge in die High Uintas sind so für Camping, für Wandern, für solche Sachen. Es ist, als Pfadfinder war es super. Mhm. Ich finde, die Pfadfinder war. Aber große Sehenswürdigkeiten, wenn man nicht Mormone in der Stadt und sowas gibt, nicht, glaube ich. Es gibt diese mormonische Tempel, die ich habe gehört, sind sehr schön, aber um reingehen zu dürfen, ist es sehr schwierig. Man muss Spezialerlaubnis haben von, ich glaube, zwei Bischöfe oder was immer. Man muss speziell gekleidet sein und spezielle Unterhosen anhaben und so weiter. Cool. Ja. Und war nicht in Salt Lake City mal eine Winterolympiade oder irgendein großes Sport? Ja, war Winterolympiade 2002. Ja. Das heißt, ist dort viel Wintersportindustrie oder viel Skifahren? Es ist wie die Skilauf-Cup-Hauptstadt von Amerika, würde ich sagen. Und das Traditionelle, dass man dann auf so einer Hütte am Ski Alkohol trinkt, das ist dann dort auch? Oder? Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. Ich war nicht so lange her. Und die Mormone verbieten Tee, Kaffee und Alkohol und Rauchen. Das ist nicht okay. Hattest du dann viele mormonische Freunde in deinem Alter? Nein, keine. Okay. Na, ja, eine. Okay. Nicht mehr, aber harte, ja. Ja. Ein paar. Kannst du davon erzählen, wie funktioniert das also zwischen Mormonen und Nicht-Mormonen? Ist es dann schwieriger? Wird es dann ungern gesehen oder sind die da eher tolerant? Ja, es war nicht. Ich weiß nur, dass die sind ein bisschen. Meine Schwester ist zur Schule gegangen, hat mehr Probleme gehabt, glaube ich. Sie hat jemand erzählt, dass wir als Familie nicht vor jedem Mahlzeit beten oder so. Zu einer von den Lehrerinnen in der Schule und dann ist eine Woche später der Bischof gekommen. So irgendetwas. Okay. Ja, meine Eltern sagen immer, ja, wir sind Mormonen, aber die gehen nicht zur Kirche. Es gibt nicht Kirchensteuer dort. Okay. Also es ist sehr leicht zu sagen, ja, ich bin Mormone. Es ist leichter, als wenn man sagt, ich bin nicht Mormone. Dann ist es, die sind sehr freundlich und Dings, aber es ist. Okay. Am schlechtesten zu sein ist Atheist. Das ist absolut das Schlechteste, was man sehen kann. Also, vielleicht doch nicht auf Urlaub hinfahren. Wollte ich mir jetzt nicht sagen. Utah. Einer von den vielen Staaten, glaube ich, der nachher. Ist das ein Indianerstamm, oder? Gewesen mal. Wie so viele Staaten nach Indianerstämmen benannt sind, oder? Ja, ja. Aha, okay. Deswegen. Gibt es Indianer noch in Utah? Oder? Ich glaube, es gibt, aber ich weiß nicht die Details. Okay. Ich weiß, dass die Mormonen wollten, dass es den Staat Deseret heißt. Dadurch, dass es ist wie Israel für die Juden, Utah für die Mormonen natürlich. Mhm. Ja, also ihr heiliges Land, das versprochene Land von Gott. Wo wie bei Israel auch schon Feuerleute. Ja. Die haben die Polygamie nur abgeschafft, dadurch, dass die amerikanischen Vereinigten Staaten haben gesagt, sie können bei uns antreten, aber sie müssen das abschaffen. Und ist das jetzt auch wirklich abgeschafft? Oder? Legal schon, aber es gibt schon. Gibt es Rebellen, die. Rebellen, ja. Ja. Die ultrakonservative Rebellen. Ich habe eine, vielleicht, man kann natürlich über die Mormonen viel lachen und das ist doch sehr viel negative Erlebnisse. Ich habe allerdings ein Ereignis oder über ein Ereignis einmal gelesen, wo ich mir dachte, also das würden andere Religionsgemeinschaften nicht machen, die hätten da weniger Humor. Und ich weiß nicht, ob ihr das Musical The Book of Mormon kennt. Ein großartiges Musical, das geschrieben wurde von denen, die South Park machen. Ach, die haben wirklich ein Musical gemacht. Ja, sie hatten ja die hat schon mehrere Musicals, aber das war das richtig erfolgreiche. Hast du das gesehen zufällig? Habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall, es beschäftigt sich halt mit
jungen Mormonen, okay, die auf Mission gehen müssen. Jeder Junge muss ins Ausland und was auch immer. Egal. Und das Musical ist natürlich ultra brutal. Und also brutal satirisch. Und ich erinnere mich zurück, wie die katholische Kirche umgeht, wenn Jesus Christ Superstar aufkam und solche Dinge. Und die haben halt einfach inseriert in dem Heft, in dem Playbill vom Broadway und so. Also, ja, spannende Geschichte, und wenn ihr es euch wirklich interessiert, dann kommt es vorbei. So quasi. Also, das war cool, ja. Ja, und das wird die katholische Kirche nie machen. Die schreit nach Zensur und bla bla. Das ist mir so hängen geblieben, als eigentlich, man kann jetzt natürlich von ihnen halten, was man will, aber da haben sie in diesem einen Moment, und ist wirklich kein Musical, wo man nicht sagen kann, wow, ihr seid nicht total furchtbar zu uns eigentlich. Ja, mein Vater ist konvertiert damals. Also, er hat manche Sachen viel besser gefunden bei den Mormonen. Zum Beispiel irgendwie mit Taufen ist er erst ab 8 Jahre statt zuvor. Und ja, ich meine, es gibt natürlich gute Seiten. Ich finde die Nichtraucherseite gut zum Beispiel. Aber ja, gut, aber um nicht zu rauchen, brauche ich nicht in einen Verein eintreten, oder? Nein, die sollten sehr gut sein, wenn Leute aufhören wollen zu rauchen, die zu helfen. Das ist, was ich gehört habe. Das heißt, wenn man ein Rauchproblem hat, sollte man Mormone werden. Und Urlaub machen dort. Ja, naja, die Nichtverfügbarkeit und der Nicht-Gruppendruck. Genau, ja, ich meine, das ist. Das ist eigentlich auch ein Nichtrauchergruppendruck dort wahrscheinlich. Genau, wenn Skifahren schon. Ja, finde ich voll gut. Hat mein Vater mir immer erzählt, dass er hat erst geschafft, aufhören zu rauchen. Wobei ich allerdings jetzt auch schon von mehreren Freunden gehört habe, die nur auf Auslandssemester in den USA waren, dass es, und zwar egal wo, dass es, also manche von denen haben einfach vorher schon bewusst aufgehört und manche haben dort dann erst die Erfahrung gemacht und dann dort quasi aufgehört, weil in den USA einfach eine andere Kultur des Rauchens herrscht als bei uns. Und ich meine, 8%, wenn das, sagen wir mal, 15% nur ist überall, mit dem Vergleich zu 30% bei uns. Ja, es ist hier mehr als die höchste amerikanische Staat, höchste als die amerikanische Militär sogar. Die einzige Gruppen, die ich weiß von Amerikanern, die mehr rauchen, sind Schizophrene und Obdachlose. Schizophrene, Obdachlose, normaler Österreicher. Die Reihenfolge. Ich habe auf meinem Weg hierher einen Obdachlosen, vermutlich Obdachlosen, gesehen, der ausschaut wie Woody Harrelson. Das hat mich kurz irritiert. Ich dachte, Schauspieler. Oh Gott, wollte ich nur kurz erwähnen. Wie ich in Venedig war, ich war wie, das muss Stallman sein. Das stand da mit deinem Bauch und mit der Kamera. Nein, das kann nicht sein. Okay, wir kommen vielleicht nochmal zurück zu dir. Ja? Sonst, wenn du ein Thema hast, bringe ich einfach ein. Ich kann noch ein paar Podcasts aus YouTube empfehlen. Bitte schön, ja. Ich habe ein paar Skynet weiß schon alles. Ein paar 100 Stunden mormonischen Podcast dazugehört. Echt? Nämlich Ruby Rogues, JavaScript Jabber und Freelancer Show, glaube ich, ist der dritte. Von Charles Maxwood, der macht massenhaft Podcasts. Sehr gute Podcasts. Ich habe jetzt den schrecklichen Verdacht, dass in einer kulturell deprimierten Wüste halt Podcasts, dass da gute Programmierer anwachsen lässt, die für deinen Spaß selber sagen musst. Der hat, weil er keine große Programmierer-Community rundherum gehabt hat und damit auch keine Konferenzen in angenehmer Nähe hat, rundherum angefangen, Online-Konferenzen zu organisieren vor 2 Jahren. Cool, ja. Weil eben, es gibt so eine Programmierer-User-Group in Salt Lake City, wo man sich halt damit trifft, aber das war es dann auch nicht. Es gibt auch die NSA, nicht vergessen. Ja, klar. Die habt ihr in Utah, oder? Ja. Ah, okay. So das Rechenzentrum heißt das. Naja, trocken in der Mitte des Landes. Warum nicht? Atomwaffen und sehr viele Soldaten. Keine Demokraten. Und Republikaner wahrscheinlich, die da auch zum Schutz sich Zweifelsfall mit der Waffe davor stellen. Ja. Naja. Haben wir ein Dichtthema zur Erholung? Haben wir auch eines, nachdem wir letztens schon mit dem
Dennis darüber geredet habe, dass ich nicht so ganz glücklich war mit dem Monitoring, wie ich es hatte, habe ich jetzt einiges umgestellt und auch damit gleich Probleme behoben, also es hat sich ausgezahlt. Also ich verwende jetzt nicht das, was du vorgeschlagen hast, sondern Monit, wie gesagt. Mhm. Dass das Konzept wieder ein bisschen anderes. Du installierst im Prinzip ein Monit auf jeden einzelnen Server und der dieses Monit hat dann die Aufgabe, alles auf diesem Server zu überwachen und dann monitorst du sozusagen immer kreuzweise, ob der Monit-Prozess noch läuft. Und das ist so für Eskalations-E-Mails, wenn irgendwas nicht da ist oder auch Service-Neustart, wenn irgendwas abgeschmiert ist, so in die Richtung geht das. Wobei das Monit ist in C geschrieben, relativ kleines Programm, lässt sich hübsch einfach installieren und auch einfach konfigurieren. Man hat da gleichzeitig dann einen Überblick, was auf dem Server läuft und so. Also damit bin ich mir recht zufrieden. Und das Zweite ist dann fürs eigentliche Diagnostizieren von Problemen, das Monit selber speichert keinerlei Daten, also hat keine Datenbank drangehängt und so. Man könnte natürlich Sachen wegschreiben, aber es ist nicht dafür vorgesehen an und für sich. Und dafür verwende ich jetzt ein Ding, das nennt sich NetData. Das speichert nichts auf die Festplatte, sondern hält alles im RAM vor. Also das hat so eine Round-Robin-Datenbank im RAM, die, je nachdem wie man es konfiguriert hat, mehr oder weniger Daten ablegt und aber sehr viele Daten einsammelt, also bis zu 1500 pro Sekunde Datenpunkte misst und die dann hübsch auch per Webinterface nach außen transferieren kann. Also man könnte sagen, das ist ein Taskmanager on Steroids oder so. Also auf die Art und Weise habe ich jetzt zwei Sachen gefunden, bin damit zwei Probleme losgeworden, die ich über Jahre herumgeschleppt habe. Also es hat sich damit ausgezahlt. Weil ich früher das Problem hatte, wie gesagt, mit dem ZEBIX von außen gemonitort und immer wenn es das Problem gab, hat der ZEBIX-Agent die Daten nicht an den ZEBIX-Server übertragen können und damit die wirklichen relevanten Daten habe ich nie gesehen. Und die habe ich jetzt gesehen und damit war die Sache klar, was eigentlich das Problem ist und jetzt ist es erledigt. Man muss halt bedenken, dass in diesem Fall zwar sparst du dir damit den Server, der das Ganze monitort, yep, dafür muss jede einzelne genug Rechenleistung für die entsprechende Monitoringleistung erbringen. Ja. Und das, ja, das ist halt eine Verteilung dezentral, was natürlich immer gut ist, dezentral. Bei Prometheus kannst du Dezentralität nur dadurch erreichen, dass du mehrere Server installierst. Ja, das ist halt eine Geschmackssache. Und es ist eine recht nette Konfigurationsdatei, haben sie. Also es ist, man kann sie einfach runterlesen, wenn sie mal fertig geschrieben ist. Also es kann auch wer lesen, der nicht der Urteche ist. Und ich kann mich an Monit nicht mehr erinnern, das ist schon 10 Jahre her. Ja. Es ist wirklich so altes Zeug, aber sie entwickeln es noch immer weiter. Es hat auch noch immer einzelne hübsche Bugs, die ich dann auch gleich wieder einen gefunden habe. Also zum Beispiel, wenn man externe Skripts aufruft, um Daten sich reinzuholen, dann werden die asynchron aufgerufen. Das heißt, die vergammeln dann quasi immer bis zum nächsten Prozess, wo es durchläuft, das Zombie-Prozess im Hintergrund, was eine unschöne Geschichte ist. Ja, das ist... Ja, Es ist kein technisches Problem, es verbraucht ja keinen extra Speicher oder so, man hat halt dauernd seine Zombie-Prozesse da stehen und jemand, der keine Ahnung hat, meint vielleicht, da ist gerade was abschmiert und schießt den Prozess weg oder so. Also man sollte die Leute darüber informieren, die auch auf den Server zugreifen können und ausreichend Rechte haben, dass Zombie-Prozesse in gewissen Grenzen auf so einem Server dann normal sind. Ja. Das heißt, der Monit-Prozess ist der Vaterprozess von den einzelnen Zombies, logischerweise. Genau. Also beendet sich aber nach jedem Durchlauf sofort und daher hängen die anderen Prozesse dann quasi in der Luft, bis er wieder kommt und schaut, ob es sie noch gibt. Und dann räumt er sie in der nächsten Runde weg. Das könnte man auch sauberer lösen. Genau. Das haben sie in ihrem Ticketsystem seit Jahren drinnen stehen, dass sie es lösen werden, aber sie haben es nicht gemacht. Man kann das sogar ohne Threads machen. Ja. Also das sind 3-4 Zeilen in C. Ja. Unglaublich, dass das nicht gemacht worden ist. Unglaublich. Ja. Also selber hat es auch ein hübsches Web-Interface des Monitors. Was ich sagen wollte, ist, Zombie-Prozesse erkennt man an Defunk, wenn man PS aufruft. Genau. Also das sind dann die Zombie-Prozesse. Und das sind die Prozesse, deren Elternprozesse nicht mehr existent sind. Das stimmt. Moment, der Elternprozess hat noch nicht realisiert, dass das Kind gestorben ist. So ist die... Den Zombie-Prozess gibt es ja noch. Aber den Elternprozess gibt es ja noch. Den Monitoring-Prozess gibt es ja noch. Dann müsste doch Weise heißen. Dann räumt, aber wenn der Monit stirbt, sind alle seine Kinder automatisch Kindprozesse vom Init-Prozess. Der räumt dann definitiv auf. Das heißt also, dass wenn Monit läuft und du Zombie-Prozess ist, dann räumt Monit nicht auf. Das räumt Monit nicht auf, Ja, aber das heißt, dass Monit noch weiterhin korrekt läuft.
nur nicht beachtet, dass seine Kinder gestorben sind. Ja. Jetzt wird es traurig. Jetzt wird's wieder alle Leute, die mich verstehen, haben das alles falsch verstanden. Ja, das kann sein. Das ist das Witzige. Ich habe mal, als ich angefangen habe zu studieren, in irgendeinem Fach was schreiben müssen und habe das natürlich so richtig schön, so einen leichten Humor, so einen richtig schwarzen Humor dahin gelegt. Und ja, und jetzt warten wir, bis mein Kind stirbt. Ah, es ist tot, super. Ja. Aber natürlich für einen Unixer ist das alles. Harry, du hattest mehrere Themen mit? Ja, ich bin relativ spontan hergekommen, deswegen habe ich keine Abstimmung vorbereitet. Okay. Ich möchte. Wir tun posthum, nachdem du sie erzählt hast, dem wir dann ein Feedback ja, geben. Nein, hätte doch nicht hören. Das war jetzt schade auf die Liste. Es ist auch nichts davon wirklich ein Film. Ja, das passt auch. Das hat ein bisschen was mit Film zu tun, aber. Okay, ich möchte kurz zurückgreifen auf etwas, was ich vor zwei Folgen gesagt habe, nämlich, dass man sich als Europäer gegen Trump engagieren kann, indem man amerikanische Medien unterstützt, indem man sie abonniert. Ja. Breitbart. Ja, gescheit. Also, okay, die gescheiten amerikanischen Medien abonniert oder so. Und da ist mir habe ich ein cooles Facebook-Ad angezeigt bekommen. Also wüsste Facebook genau, was ich will. Es gibt diverse Magazine und Zeitungen bieten ganz günstige Auslandsabos an. Mhm. Und da habe ich abonniert New Yorker und Wired. Cool. Und um 1 Euro für 11 Wochen. Wow. 1 Dollar für 11 Wochen. Das verlängert sich nicht automatisch. Doch, aber ich kriege einen Alert, haben sie mir versprochen. Aber ich habe es eingetragen. Und für ein Wochen, aber es wären nur 40 Dollar pro Jahr. Ja. Für 50 Ausgaben ist, oder 8 ja. oder 8. Und das kriegst du elektronisch? Oder? Nein, Papier zugeschickt. Bis nach Österreich. Wie bitte? Es ist ein Angebot, sie haben das gepostet extra für jedes europäische Land. Mhm. Bieten sie es an? Hey, Austrian ja, die super. In Amerika kannst du jetzt keine liberalen Blätter mehr verkaufen. Das müssen sie outsourcen. Sie glauben, dass wir... Ich werde es einfach mal ausprobieren. Wüsste, wie das dann wirklich ist. Und wie ist es nach den 11 Wochen? Wie viel Zeit hast du dann? Bei Wired sind es 40 Dollar. Oh ja? Ja, für ein wöchentliches Magazin. Klingt aber nicht schön. Ach, für wöchentlich, okay. Weil ich denke, das wäre unter 1 Dollar pro Magazin. Ja, das ist unglaublich. Also, wenn ich mich da wirklich verschaut habe. Ich bin gespannt, wann du es kriegst im Verhältnis zum Erscheinungsdatum. Ich auch. Ich habe es am Freitag habe ich jetzt bestellt und gestern die Bestätigungen bekommen und mal schauen, ja. Ob das ist in Europa auch drucken dann? Durch die Gegend. Das wird UK vielleicht. Könnte schon sein. Also Wired könnte ich mir schon vorstellen, beim New Yorker, weiß ich nicht. Sicher per Flugzeug CO2-freundlich. Das stelle ich mir zu teuer vor. Ja. Da glaube ich, ist Remote-Drucken billiger. Ja. Und eben der ich habe mal gedacht, soll ich einfach nur Digital nehmen, aber ich habe zwar ein Tablet, aber irgendwie schaue ich nicht so gern. Ja, ich gedacht, schon. Also man muss ja Kaffee nicht, auch nicht, Posen. Ich bin nicht der größte Papierleser, ja. aber es war mir halt irgendwie ein Anliegen und dann habe ich auch... Dann schlepp mal ein Papierexemplar noch mit. Und das werde ich auf jeden Fall machen, berichten. Wie das Lesestunde. Lesestunde. Ja, nur die Überschrift. Okay, Harry, mach du weiter. Das ist das absolute Wiener Kaffeehaus-Rumprotz-Accessoire. Genau. Die amerikanische Zeitschrift im Abonnement. Da kann ich gleich mein nächstes Thema überleiten. Übrigens, ja. Kaffeehaus-Rumprotzen mache ich seit circa... Ja, Anfang des Jahres habe ich mir einen Vormittag in der Woche reserviert, wo ich ins Windobona gehe. Me-Time im Windobona. Auch dort, ich habe keine Ahnung, wie sie das finanzieren. Zwischen 7 und 12 kostet jeder Kaffee 1 Euro. Ich habe keine Ahnung, warum. Frühstück ist super. Wichtig ist, dass eine Riesenzeitungsauswahl dort ist, inklusive internationaler Zeitungen. Und ich halt dort einfach ein paar Stunden jede Woche sitze. Das ist jeden mein Vormittag 7 bis 12? Ja. Yeah. 7 Tage die Woche. Ja. Also so billig kriegst du in Wien ja kaum einen Kaffee. Ja, und ich meine, Kaffee ist jetzt zumindest guter Durchschnitt. Also ist jetzt nicht der beste Kaffee von Wien, aber ist völlig okay. Und mir geht es halt darum zu sagen, ein bisschen entschleunigen und auf Papier haptisches Erlebnis. Und jetzt merke ich, bin ich der Einzige, der das macht. Da sitzen nämlich immer die gleichen Gesichter jede Woche dort. Ja, und die trinken auch Kaffee und lesen auch Zeitungen. Okay. Und es sind nicht nur Pensionisten, sondern es sind auch ganz normale... Eine Arbeitergruppe,
die kommt jeden, dürfte offenbar auch, ich mache es immer am gleichen Tag, dürfte offenbar auch immer am gleichen Tag sich dort treffen, bevor sie in die Arbeit gehen oder so. Ja. 1 Euro Kaffee. 1 Euro Kaffee. Und, aber wie gesagt, die Frühstücke sind auch gute Value. Die ist eine riesen Frühstückskarte mit so, also mit so vorgefertigten. Super. Und, Das ist am Weinsteinplatz. Ja. Nur die Empfehlung, also jetzt geht mir jetzt nicht per se darum, dieses Café, es geht darum. Wir sollten vielleicht dazu sagen, du kriegst nichts von dem Café aus. Ich krieg nichts von dem Café aus. Außer gratis Zeitungen und billigen Kaffee. Da haben sie sich einmal eine Werbung verdient. Und mir geht es darum zu sagen, hey, einfach mal sich ein bisschen rausnehmen. Und in der, ich selber bei mir gemerkt habe, ich gehöre halt zu diesen Menschen, die einfach informationsüberflutet und teilweise schon informationsüberlastet sind. Und ich einfach auch schon vergessen habe, wie es ist, was auf Papier länger zu lesen. Und Bücher fallen mir schwer. Muss ich mir langsam wieder zurückarbeiten. Und mal dachte, ich fange mit den leichten Sachen der New York Times an und andere Sachen. Du gönnst dir sozusagen deinen Papiertag in Winterbola? Ich gönne mir einen Papiertag tatsächlich, einen analogen Tag quasi. Und da dann auch internationale Presse, weil nachdem du ja keine nicht österreichischen Filme mehr schaust. Richtig, dann muss ich das kompensieren. Ja, aber dort gibt es halt. NZZ liegt herum, New York Times, also, so riesiges Zeitschriften, Zeitungen. Italienische, französische, türkische, alle möglichen Zeitungen. Also, und Riesenmagazine. Also auch. Und ich meine, früher habe ich mir Falter, Profil und so gekauft. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, das ist alles gut für. Und habe dann aber nur ein Drittel davon gelesen und mich nur ein Drittel interessiert. Anstatt 3,50 Euro für einen Falter auszugeben, kriege ich den dann auch nochmal gratis. Ja? Also, kann ich nur empfehlen und generell einfach mal mehr Papier in die Hand zu nehmen, weil es hat doch schon noch seinen Sinn, dass Sachen auf Papier gedruckt werden. Also zumindest Medien, gute Medien. Mein Lieblings ist immer Guardian. Der Guardian, UK. Den haben sie auch, liegt auch dort. Er liegt auf Papier dort. Ja. Und der Guardian hat die wunderschönste App. Also die ist auch gratis, Werbung, aber gratis zum im Unterschied zum Beispiel Guardian am Smartphone. Guardian am Smartphone in der Früh drauf schauen. Okay, ich mach das. Und es ist wirklich die beste App. Mhm. Beste Zeitungs-App definitiv. Und ich würde behaupten, Top 10 Apps weltweit, alle Apps für Android und nur ein Pinch. Ich will keine App, ich will es auf einer Seite haben. Ja, kannst du auch Guardian, kannst du die Homepage auch anschauen. Ja, okay. Die Homepage ist ja auch. Okay. Die haben Kohle dahinter und können was tun. Sie haben so ein bisschen ein Farbleitsystem, das ist das Erste. Sie haben auch die Knöpfe sind relativ groß, also die Elemente, die Artikel darstellen. Mhm. Du siehst nur Titel und Datum, keine sonstigen zusätzlichen Infos. Mhm. Diese sind relativ groß. Das Farbsystem sagt dir, dass etwas live ist. Das heißt jetzt nicht, dass es ein Fußballspiel-Video dahinter liegt, sondern dass der Artikel gerade aktuell ist und regelmäßig bearbeitet wird, dass du da auch das hast. Und es ist relativ clean auch. Und ja, es wirkt irgendwie so ein bisschen wie, wir kennen so Museumswände oder so, wo ganz viele Bilder irgendwie komisch durcheinander sind bis zur Decke, aber es wirkt trotzdem Pinterest-Style. Ja, ich habe gestern zufällig Promi-Millionen-Show geschaut und weiß jetzt, dass das Petersburger Hängung heißt, wenn man Bilder so aufhängt. Aber Moment, wie hängt man Bilder auf? Durcheinander und bis zur Decke und fast die ganze Wand voll ist. Ach so, das heißt Petersburger Hängung. Ah. Ein, ja. Das weiß ich, weil ich gestern. Wieso hast du nicht das diesmal mitgebracht? Hä? Ja. Als hätte ich das mal als Frage stellen sollen. Ich hätte einfach eine von den Millionen-Show-Fragen mitnehmen sollen. Ja. Und aber es ist trotzdem nicht unsortiert oder so. Also es gibt auch nicht jetzt so richtig die Ressorts. Und du redest jetzt von der Guardian. Guardian App immer noch, ja, weil er gefragt hat, was mich daran anspricht und trotzdem clean und schnell vor allem. Und Guardian sollte man, finde ich, überhaupt lesen, einfach in einer der wenigen weltweiten linken Zeitungen ist, die auch international, man merkt, wenn sie über Europa schreiben, das einfach recht cool ist. Die Fakten sind wichtig. Ja, ja. Ja,
linke Zeitung. Du hast mir so ein schönes Stichwort gegeben, darf ich dich ablösen? Ja, weil das Stichwort Buch, ich stelle entsetzt an mir selber fest, je länger ich Single bin und je mehr ich WhatsApp benutze, desto weniger lese ich, ja, weil ich nachts nur noch blöd herumchatte wie ein Teenager. Aber jetzt habe ich es endlich wieder mal zusammengebracht, ein Buch. Du warst jünger. Du warst nicht jünger, nur kindischer Hormon. Wenn ich Pubertäre. Die Text mache, wird der Host wird jünger. Auf genau, jeden Fall okay, ja, Tech. Und ich habe es endlich wieder mal zusammengebracht, ein englisches Buch zu lesen, und zwar mit dem schönen Titel David versus Goliath. Und das ist sozusagen eine Lobhymne auf die Underdogs. Genauen Titel und Autor bitte in den Shownotes nachlesen. Da ist auch dieser Amazon-Link, wo man draufklicken kann, dann kriegen wir ein bisschen Kohle. Und das ist ein amerikanischer Autor, der sammelt einfach typische oder untypische Underdog-Geschichten und sagt dann, also die Grundaussage ist eigentlich, dass das manchmal ganz gut ist, ein Underdog zu sein, weil man dann eben Vorteile hat. Und er fängt an mit dem klassischen David versus Goliath, aber dann geht er halt zu mehreren anderen Beispielen, unter anderem die Nazis, wie sie London bombardiert haben, wo eigentlich die Bevölkerung terrorisieren wollten, aber dann eigentlich das Gegenteil damit erreicht haben, und andere sehr, sehr bewegende Beispiele auch über Biografien, über Leute, die als Waisenkind aufgewachsen sind oder sonst sehr traumatische Kindheitserlebnisse haben, aber das dann irgendwie in der Karriere nutzen konnten, also dadurch einen anderen Zugang hatten zum Leben. Also zum Beispiel, die gezwungen waren, als Kind schon zu lügen aus diversen Gründen und dann halt in der Wall Street enorme Karrieren hingelegt haben und so Zeugs. Also das ist ein bisschen interessant halt, weil man liest so eine Story und immer nach der Hälfte denkt man sich, ja eh klar, jetzt wird die und die Moral kommen, und dann dreht das halt total um und probiert irgendwas. Kannst du schon besser lügen? Nein, ich nicht, aber... Deine Freundin. Nein, ja. Du musst noch zum Trump University gehen. Genau, ja. Ja. Nein, aber war ganz interessant, hat ein paar interessante Perspektiven eröffnet über so Vorurteile oder Wahrheiten, die man glaubt, dass sicher sind, und dann versucht er sozusagen ein bisschen einen anderen Spin reinzugeben. Eins war zum Beispiel das, was man sicher niemandem wünscht, dass das Kind mit nur einem Elternteil oder überhaupt ohne Eltern aufwächst. Und dann sagt er aber, dass so und so viele Leute halt, da habe ich sogar Studien gemacht bei irgendwelchen High-Performern, also in der Wirtschaft oder so, und da haben sie gefragt, ja, wer hat nur einen Elternteil oder wer war überhaupt als Waise aufgewachsen, und haben es dann gesehen, das ist erschreckend viele, das sind viel mehr als in der Normalbevölkerung. Ja, und dann hat er sozusagen postuliert, ja, also wenn sie wollen, dass ihr Kind Karriere macht oder CIO wird, sterben sie früh, ist das sinnvoll, oder beseitigen sie wenigstens ein Elternteil. Ja. Und natürlich will man das nicht, ne, aber sozusagen auch aus diesen eher schrecklichen Sachen können manche dann einen Vorteil ziehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Vorteil ist oder ob die Menschen nicht in Wirklichkeit trotzdem viel verpassen und das versuchen, durch Geld zu kompensieren, und das ist nicht besonders gut. Ist dann natürlich rausgekommen, hat einige dann interviewt, wünschen sie das ihrem eigenen Kind, und die natürlich nicht. Ja. Ja. Also das war ganz klar. Und er deutet es auch natürlich ein bisschen an, die so eine schreckliche Kindheit überleben, ne, und sie da eben lernen, sich durchzusetzen gegen widrigste Umstände, für die haben es im Leben dann nicht schwer, weil die setzen sich dann gegen sowas wie ein Berufsleben auch durch. Ne. Dankeschön. Okay. Oh. Laffel muss noch jagen. Also insgesamt kann ich das Buch sehr empfehlen. David versus Goliath. Okay. Gar nicht im Stress, weil er viele Kunden hat heute. Ja, es ist viel los. Ich ziehe mich ein bisschen zurück zum Geberwesen. Kann ich das Wort an dich geben, dass ich nicht voll ins Mikrofon reinmache? Okay. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach ja, genau. Die letzte Episode von dem Bier da haben, war sehr kulinarisch. Ja, jetzt will ich nochmal Techie-Thema, wobei ich... Achso, ja, Techie-Thema hätte ich auch noch eins. Ja, ich habe nämlich jetzt ein weiteres Paar Kopfhörer mit Noise Cancelling getestet. Sogar praktisch getestet. Gleich in zwei Personen Podcast sehe ich schon. So, was denn? Oh, danke schön. Okay, ich gebe weiter. So, Stefan, wir zwei. Na, ich kann nicht. Ich rede erst und dann esse ich. Möchtest du was über die neue Kodak-Kamera hören? Selbstverständlich. Oder okay, möchtest du mir was erzählen? Ja, nein, ich möchte was über die Kodak-Kamera hören, nachdem ja, glaube Nikon jetzt die eingestellt hat, die neuen Kompaktkameras, die sie rausbringen wollten. Aber
Ja, ein bisschen die Kohle aber aus. Kodak macht ein bisschen was anderes. Kodak ist ja der letzte verbliebene Filmhersteller, also Film im Sinne von Band, Celluloid. Und die haben... Analogfilm, ja. Analogfilm. Und sie haben vor etwas mehr als einem Jahr ein Projekt veröffentlicht. Sie arbeiten an einer neuen Super 8 Kamera, also 8mm moderneres Format, im Unterschied zu Normal 8, aber das, da weiß ich selber den Unterschied nicht so genau. Und jetzt kam das erste Konzept-Video, beziehungsweise das erste Video, wo sie sagen, das ist jetzt das Ding und das kann es. Die Kamera schaut stilistisch so aus, wie man die Super 8 Kameras gewöhnt ist. Man werde vielleicht ein Bild dazu schmeißen in die Shownotes. Wer keine Ahnung hat, aber ich glaube, ihr wisst es ungefähr. Mit so einem Griff unten, so ein Kasten. Man hält das so ein bisschen wie ein Star Trek Phaser, ein bisschen schaut es aus. Ja. Und da wird so, wirklich eine Rolle mit vielen bewegt. Da gibt es Kassetten, ja, jetzt in diesem neuen Ding, ja, in dem alten war das tatsächlich eine Rolle mit Film drin. Jetzt gibt es Kassetten, die man kaufen kann, wo der Film drin ist. Also das waren damals auch Kassetten. Super 8. Genau, und jetzt, ich weiß nicht, inwieweit werden sie das erneuert haben, aber das Neue an dem Ding ist, dass es einen Sucher gibt, ein digitales Display, einen SD-Slot für den Ton, nur für den Ton, nicht für das Video. Mhm. Das heißt, du zeichnest Film als Film auf, hast aber alle Dinge daran, die du von einer Digitalkamera schätzt. Mhm. Nämlich ein klappbares Display, Wechselobjektive, die Wechselobjektive basieren auf einer ein paar Wochen warten, bis du einen Film kriegst. Und ein paar Wochen warten, bis du einen Film kriegst. Aber dafür Filmqualität. Und das ist ganz ein spannendes Ding. Eigentlich für... Hätten sie da nicht auch noch gleich digital auch noch den Video aufzeichnen können, dass du mindestens bis zur Entwicklung im String hast? Naja, da brauchst du ja einen Sensor dazwischen. Den haben sie halt nicht drinnen. Ne? Sondern sie haben halt nur den... Was auch immer damit mit dem Band da drin passiert, das passiert. Und der Sensor, der digital aufzeichnen würde, der ist nicht drin. Sondern die SD-Karte, die man reinstecken kann, ist nur für den Ton. Also der Ton wird, es ist auch ein Mikrofon oben und es gibt einen Griff oben. Das ist quasi neu im Unterschied zu den Kameras von früher. Ihr kennt das ja von heutigen modernen Kameras, die haben alle immer so einen Griff oben, dass man sie so tragen kann. Mhm. Ja. Und die hat jetzt beides. Die hat einen Griff oben und den Pistolengriff unten. Okay. Also es schaut tatsächlich noch so aus, aber ein bisschen klobiger natürlich, der Bildschirm ist auch relativ groß, aber cooles Teil. Ich werde das Produktvideo in die Shownotes dazugeben und die erste Tranche wird, es wird natürlich ein bisschen einen Liebhaberpreis haben, 2000 oder so, $2000 ist so der Richtwert im Moment, natürlich sehr heftig. Leute haben angemerkt, also in diesen Filmforen in Österreich, wo ich, also Facebook-Gruppen, wo ich dabei bin, gesagt, naja, um 2000 Euro kann ich mir 50 gebrauchte Super 8 Kameras kaufen. Also wirklich, die kriegst du nachgeschmissen. Als ob es nicht die Filme gibt. Und da ist halt die Frage der Kompatibilität zwischen den Kassetten. Mhm. Genau. Das heißt, das Problem. Und ich meine, Film hat schon noch was und auch für die es gibt sicher noch genug Nachfrage und es gibt sicher auch genug Filmkünstler, die gerne mehr auf Film drehen würden, wenn sie könnten. Also ich glaube, das ist ein guter Schritt, der so dieses moderne, digitale mit dem analogen Alten und mit der Filmqualität des Analogen verbindet. Und tolles Ding und schaut auch schön aus. Es ist gelb. Kodak halt. Gelb? Boah, was kann ich damit an eine Zeitlupe drehen, also indem ich das wirklich schneller film? Du meinst, wie viele Bilder pro Sekunde du aufnimmst? Dass ich irgendwie, wenn eine Fliege landet, das dann schneller filmen kann, damit das dann so in Zeit. Das weiß ich nicht. Die genauen technischen Spezifikationen sind noch nicht da. Allerdings nicht wirklich viel schneller. Mhm. Ich glaube, so eineinhalbfache Geschwindigkeit ungefähr ist gegangen. Naja, die meisten dieser Kameras konnten 18, 24 Bilder wechseln. Genau. Also nicht nur im Sprung, du konntest nicht dazwischen. 18 oder 24? 18 oder 24, das war so die sich damals so etabliert. Naja. Wofür hat man 18 benötigt? Naja, um Rolle zu sparen. Aber weil sie so teuer war auch. Also ich meine,
6 Bilder weniger. Ja, natürlich. Aber du verlierst ja nichts an der Bildqualität. Du verlierst ein bisschen Bewegung, halt, ja. Was wir letztens diskutiert haben. Du brauchst ja auch nicht 48. Wo du gesagt hast, du brauchst ja auch nicht 48 Hertz beim Ton. Weil 48 Kilohertz, meine ich ja. Also hier ist es das Ähnliche. Du brauchst, die 24 sind Luxus und ein geübtes Auge würde das schon sehen. Aber für so einen Projektor, der dann auf eine kleine Wand wirft, der verstaubt ist und was auch immer, all dieses, wo du eh so ein Korn am Film hast, also kriselig, dass du willst. Und, so, und dann, völlig und dann egal. Auf den Staub auf der Linse. Staub auf der Linse. Nein, aber ich muss schon sagen, 18 Bilder ist definitiv zu wenig. Also für es angenehm zu schauen, weil 18 Bilder, das sieht man sofort. Das sieht man auch. Das soll man auch sehen. Ja, vielleicht, ja. Aber wie gesagt, gerade das 8mm Format war ja für den Amateurbereich gedacht und war ja nie wirklich für die Professionellen. Und für den Amateurbereich, wenn du deinen Strandurlaub filmst... Ja, da brauchst du nur 18. Reichen die 18, ne? Ich kann mich jetzt auch wieder daran erinnern, dass ich tatsächlich 18 Bilder pro Sekunde schon mal von Super 8 gesehen habe. 3 Minuten Kodak-Film, damals 139 Schilling, weiß ich noch. Agfa war billiger, 99 Schilling. Und wenn man es im Dreierpack genommen hat, 3 Minuten mal 3, also 9 Minuten, sogar nur 79 Schilling pro 3 Minuten. Allerdings, Agfa hat leider immer einen Blaustich gehabt, der doch eher gestört hat. Tja, und jetzt gibt es nur mehr Kodak, ne? Und auch davon auch nur noch Reste. Also die Firma ist ja geschickt. Kodak nicht pleite? Jein, also ich meine, irgendwer hat das gekauft und führt sie fort, ja. Also Polaroid ist ja auch wieder auf dem Markt sozusagen. Aber die zwei großen Filmhersteller waren Fujifilm, die es noch gab, Fujifilm und Kodak. Und Fujifilm ist eingegangen vor, wird auch schon einige Jahre her sein, aber auch relativ. Und Kodak waren die können sich noch halten, weil es gibt jetzt eine leichte 70mm Bewegung wieder, wo auch einige Filme in die Kinos kamen. Mhm. Die hinter dieser Initiative da von Kodak stehen ja auch, also es gibt allein die Liste der Leute, die einfach nur ein Statement abgegeben haben, dass sie das prinzipiell mal cool finden. Ist ja das Who is Who der Hollywood-Regisseure. Ja. Vor allem die noch, sag ich mal, die so älter als 50 sind, also die da wirklich, wirklich noch einen Bezug dazu haben. Ja. Und ja, es gibt halt auch noch Leute, die heute noch bewusst analog drehen. Ja. Was ist mit dem geschnitten wird dann digital. Man tut das Abtasten, schneidet es digital und tut es wieder ausspielen. Ja, also aber trotzdem. Und von hat das Tarantino eigentlich auch gemacht bei Hateful Eight, digital geschnitten? Das weiß ich nicht auswendig. Aber er dreht auf jeden Fall, er ist einer von denen, die darauf bestehen, analog zu drehen. Und das natürlich auch. Digital nie wieder, weil, hat er mal gesagt. Der hat einmal digital gedreht und hat gesagt, nie wieder. Er hat gesagt, in dem Moment, wenn er keinen Film mehr kriegt, wird er auf zum Filme machen. Also, gut, aber der hat auch schon viel gesagt, das muss man. Ja. Und dann gibt es auch News aus der österreichischen Filmwelt, die da total dazu passen, nämlich. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, es gab eine Initiative vor ein paar Monaten, die sich dafür eingesetzt hat, dass es ein Film Preservation Center geben soll. Wird das Ding heißen. Und es haben sich die österreichischen Filminstitutionen, Filmarchiv, Filminstitut dafür eingesetzt. Es gab ein bisschen so einen Grabenkampf, wer das jetzt da federführend macht. Es gab ein bisschen einen Grabenkampf, wo man das hinbaut. Filmmuseum in der Innenstadt hat gesagt, wir wollen das in der Innenstadt haben. Filmarchiv, das sein großes Nitrofilmlager und überhaupt Filmlager in Laxenburg hat, im Süden, hat gesagt, wir wollen das bei uns haben. Jetzt ist es Laxenburg geworden, da ist ein großes Grundstück ist jetzt gewidmet dafür oder definiert dafür. Und in diesem Film Preservation Center, was wird dort passieren? Es wird ein Kopierwerk entstehen, wo digitale Filme analog gesichert werden. Alle österreichischen Produktionen, die entstehen, sollen erhalten bleiben und sollen automatisch dort gesichert werden. Es gibt einen. Warum lacht sie alle? Ich finde es lustig, wie sich die Tendenz umgekehrt. Ja, jetzt ist es digitalisiert, jetzt geht es wieder umgekehrt. Naja, ja. Yeah. Man kann sie auch digital sichern. Nein, ja, kann man. Man kann, aber.
objektiv besser ist es, sie analog zu sichern? Gute Frage. Naja, schau mal, ich brich's runter auf den einfachsten Punkt. Das Prinzip ist, du hast einen Streifen aus Bildern und führst ihn an einer Lichtquelle vorbei. Ja, natürlich. Das versteht sogar ein Idiot wie ich. Ja. Das heißt, wenn wir alle dieses Wissen verlieren würden, würde ich das vielleicht nicht bauen können, aber ein paar gescheitere Leute würden einen Projektor bauen können. Ja? Wenn ein Dateiformat verloren geht, in welchem Dateiformat heben wir das auf? Ja? Das ist dann, oder heben wir es in allen Dateiformaten auf? Und wenn ja, geht das? Alle, die jetzt existieren und noch existieren werden. Und was sind die Kompromisse, die du beim Kopieren eingehen musst in diese Dateiformate? Die Celluloides, wir kennen die Halbwertszeit von dem Ding. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Problem der Neusicherung, die, ich weiß nicht, wie viel der Generation nach uns dieses Problem erst haben wird. Ja? Jetzt muss ich ein bisschen dagegen reden. Bitte, also, gerne. Das mit dem Dateiformat ist Netzproblem, weil du es könntest voll in die Datei reinschreiben. Was ich schon als Problem sehe, ist, dass der digitale Datenträger per Definition kürzer hält, also per verwendeten Material kürzer hält. Ja. Und daher. Aber was meinst du, man kann es ins Dateiformat reinschreiben? Angenommen, wir hätten beschlossen, alles auf Videobänder zu sichern, warum auch immer. Und aus irgendeinem Grund gibt es keine Abspieler, Videorekorder mehr. Wie könnte ich, was ich vorher beschrieben habe, den Prozess, ich brauche nur eine Lichtquelle und könnte zumindest das Bild schon mal reproduzieren oder abspielen und dann mit was auch immer aufzeichnen. Das schaffe ich. Aber wie sollte ich mit einem Videoband umgehen, als Laie, ohne diese konkreten Abtaster, die dafür entwickelt wurden, nur dieses eine Videoformat. Es müssten die nur dieses eine digitale Format abzugreifen. Es müssen die entsprechenden Geräte mit vorgehalten werden und eine Anleitung, wie die Technik ist. Genau. Und die Geräte selber sind noch wesentlich empfindlicher, weil ein Plastikstreifen und im Unterschied zu einem Gerät hat keine Empfindlichkeit für Feuchtigkeit, im Unterschied zu einem Videorekorder, kein Rost, kein... gar nichts. Ne? Naja, es ist auch ein organisches Trägermaterial, das heißt, das zerfällt auch mit der Zeit. Das stimmt, aber... Ich bin dafür, dass man das so in Granit meißeln und kolorieren. Das ist am besten, ja. Es oder Papyrus, auf Papyrus aufschreiben. Nicht? Ja. Natürlich mit der das entsprechenden, wie heißt die Tinte nochmal? Zitronensaft. Ja, Zukunft dann. Ich habe jetzt vergessen, wie die Tinte heißt. Tusch. Aber das Platzproblem ist natürlich eine Sache, wo man sagen kann, das spräche gegen das Zelluloid, weil es wirklich viel Platz braucht. Allerdings hat der Raum relativ geringe Ansprüche. Ja. Man muss halt trocken, erdbebensicher und klimatisiert sein, um die ideale... Geht jetzt sehr in Richtung Endlager für radioaktive Abfälle. Ja. Nein, eben nicht, aber es geht schon darum, kulturelle Sachen... Weil ich meine zum Beispiel, in den USA gibt es auch so eine Initiative, die konserviert, was sie für konservierenswert ist. Und da gibt es diese Library of Congress oder so. Und da habe ich letztens gelesen, die archivieren sogar Tweets. Und die überlegen halt wirklich, die arbeiten daran, wie können wir Tweets von unseren Politikern und so weiter archivieren. Und da hätte ich jetzt gleich wieder ein Anschlussthema, aber vielleicht gebe ich mal das Wort weiter. Ich muss das auch recht geben, wegen dem Analogen, habe ich irgendwas gelesen, dass in Deutschland gab es so Archive, wo deutsche Bundesregierung, glaube ich, alle für sie wichtigen Dokumente halt sichert für die Generationen nach dem nächsten Atomkrieg. Und so damit jeder nachschlagen kann, und zwar auch jetzt schon. Weil nämlich alle Dokumente, die dort veröffentlicht werden, kannst du anfragen und kannst sie nachschauen. Ja, nein, da ging es wirklich um die Sicherung für, wenn der Atomkrieg kommt, dass nachher gesichert ist. Das sind dann so Fässer und da ist das drinnen. Ach so, das. Und das ist auf Mikrofilm, weil die Argumentation war, also die Höhlenmenschen, die dann diese Fässer öffnen, ja, die können mit einer einfachen Glasscherbe zumindest den Mikrofilm angucken und dann sehen, was da drauf ist, wenn sie lesen können. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass Österreichs, also Wien vor allem, seit kurzem kein Kopierwerk mehr hat, weil die einzige Firma, die einzige Firma, die das gemacht hat, ist eingegangen. Und ich habe noch im Studium damals eine Führung dort gemacht und die hatten noch halbwegs gut zu tun, ja, weil halt auch in Österreich unter den Profis noch ein bisschen eine, wie soll ich sagen,
eine Filmaffinität da war und es auch eben die Vorgabe gab und auch dafür bezahlt wurde von den Förderstellen aus, dass jeder geförderte Film eine Analogkopie gesichert wird, wenn möglich. Das heißt, das hat diese Firma dann meistens erledigt. Jetzt tut man das quasi staatlich übernehmen, weil diese Firma nicht mehr existiert. Andererseits habe ich dann zum Beispiel, und da ist jetzt auch das Witzige am Streit, bleiben wir in der Innenstadt oder gehen wir nach außen, weil was da chemisch passiert, ist natürlich nicht so ohne, das in die Innenstadt hineinzustellen. Das war auch einer der Diskussionspunkte, so, da haben wir ein Bewilligungsproblem. Wenn das in der Innenstadt passiert. Listo Film hieß die, also auch wieder nicht mit mir verwandt, keine Ahnung, wie so ist. Die war bei der irgendwo an der Alterstraße, glaube ich. Also wegen Brandgefahr oder wegen was? Problem. Nein, allein dadurch, dass das ein halbes Chemiewerk ist, was hier passiert mit dem Film, so, okay. Dass Bewilligung und dass es einfach ein bisschen mehr Problem ist, in der Innenstadt das zu machen, als draußen. Genauso wie du zum Beispiel keine Nitro-Filme mehr vorführen kannst. Also in Luxemburg, dort haben sie ein Nitro-Filmlager und ich meine, die schaust nur schief an und die gehen in Flammen auf teilweise. Ja. Und kann man schon noch vorführen, ja? Muss man aber unter erschwerten Bedingungen tun und das hast du halt bei Zelluloid auch nicht. Ich meine, natürlich kann es unsachgemäß im Projektor zu viel Reibungsenergie freisetzen und abfackeln, aber ja. Immer schön. Kennt ihr die Klavierrollen, die ihr gehabt habt? Ja, es gibt Klavierrollen, die auch analog sind, aber das Problem... Meinst du es für mechanische Klaviere, automatische? Ja, auch manche sehr bekannte Pianisten haben aufgenommen, sehr bedeutende, okay. Ja. Ich glaube sogar Debussy hat aufgenommen auf Klavierrollen zum Beispiel. Und was nimmt das eigentlich dann auf, die Tastenanschläge von dem Klavier? Es ist so eine Rolle Papier und es gibt so Löcher. Also ein Lochstreifen praktisch. Ein Lochstreifen. Ja, und es spielt und... Und das ist dann praktisch ein mechanisches Klavier, das du damit reinkommst. Ja, genau. Aber es ist nicht so, als ob es einen Standard gegeben hat. Und es gibt aber verschiedene Klaviere. Und dann, wenn man es abgespielt hat, diese simple Rolle, hat man verschiedene Ergebnisse gehabt. Okay. Meine, Geschwindigkeit, ja. Solche Sachen. Ja. Und weißt du, wie hat man das aufgezeichnet? Gab es da eigene Aufzeichnungsklaviere oder ist das relativ simpel? Also, dass du jetzt hat gemessen, jemand hat gespielt und dann hat es Löcher eingetan. Okay. Es war dann ein präpariertes Klavier, auf dem der das spielen musste. Und präpariert ist nicht das richtige Wort, das ist etwas anderes. Aber jetzt ein modifiziertes, dass das Löcher machen kann. Ja, das ist, und es hat einfach die Löcher reingetan. Ein sehr cooles Aufzeichnungs- und Wiedergabesystem, ne, für Musik. Sollten wir für Filme auch verwenden. Das ist meine, und die, es gab halt manche Sachen, hat es nicht so gut gemacht, zum Beispiel Dynamik war sehr schlecht. Mhm. Manchmal gar keine Dynamik oft. Mhm. Und ja, es hat auch gemessen, wenn der Pedal runter war und solche Sachen. Aber man kann nicht, ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass man einen Klavierroller nimmt von einem Klavier und steckt zum anderen. Mhm. Es klingt ganz anders. Ja. Es gibt aber, jetzt ist gerade noch die circa Anfang von dieser Forschungsperiode, von dieser, wie die Leute vom Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert gespielt haben. Und Spoiler ist, die haben ganz anders gespielt. Aber, ja. Und ein anderes Gerät, wo in dem Musik aufgezeichnet wurde, da ist schon etwas länger her, ich habe es in irgendeiner amerikanischen Talkshow gesehen, wo Neil Young und Jack White waren zu Gast. Und der Jack White hat das Ding irgendwo gefunden und restaurieren lassen. Das ist, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist eine Telefonzelle eigentlich, also groß wie eine Telefonzelle. Und während du da drin aufnimmst, also das ist quasi dein Tonstudio, und während du da drin aufnimmst, wird im Hintergrund eine Platte geritzt irgendwo. Aha. Und dann hat sich der Neil Young hineingestellt mit Gitarre, so eng, und hat was gespielt. Und sie haben live on air eine Platte aufgenommen, tatsächlich. Eine echte Platte. Ich werde das Video verlinken, wo sie damals in dieser Show waren. Warum musste das so eng sein als Telefonzelle? Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich ein uraltes Ding. Und die Größen haben solche Horn, also 2 Meter oder sowas. Mhm. Und dann, die haben gemacht mit die erste Aufnahmen, dass eine Frau schreit und so direkt ins Mikrofon und das Klavier ist ganz nackt. Die nehmen ein Pianino, die keine, ist ganz nackig
Und dann spielt der Pianist so laut wie möglich, sodass es irgendwie hören kann auf der Aufnahme. Und ja, die haben die verrückte Sache. Ich glaube, dass die Qualität des Mikrofons da drin hat, und ich meine, es war einfach wichtig, den Raum zuzumachen. Ja? So, einfach wirklich nur aufzunehmen, was in diesem beschränkten, in dieser Telefonzelle passiert. Ja. Und wie gesagt, ich werde das Video verlinken, weil es auch für amerikanische Talkshow, also Late-Night-Show-Verhältnisse ein relativ langes Segment war. Normalerweise dürfen die ja echt gar nichts reden, die dann bla 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 und tschüss, Werbung. Und das war relativ lang. Werde ich verlinken, das war auch spannend. Und auch wieder Neil Young seine Liebe zu, was wir letzte Woche diskutiert haben, zu... Vorletzte Woche Musikqualität, ja. Und Jack White ist auch eben... dabei und der hat es eben restauriert und interessiert. Dass der sich für so alte Sachen interessiert, das hat in seiner ganzen Musik schon mitgehört. Also, ja. Ha, ich habe auch ein musikalisches Thema. Ich bin heute gestolpert über ein YouTube-Video eines russischen Bastlers, der eine Orgel aus Pappendeckel gemacht hat. Das geht? Was ist ein Pappendeckel? Pappkarton. Karton. Karton. Einfach nur Pappe, okay, gut. Zugeschnitten, zugeklebt. Und zwar eine volle Orgel. Nein, aber nur eine Oktave, aber okay, alle Pfeifen von einer Oktave. Ja. Aus Pappe. Und der Ton entsteht durch einen Luftballon, den er vorher aufgeblasen hat. Und das Ganze eben auf ein YouTube-Video, wo er spielt. Und das ist wirklich mehrstimmig, eine ganze Show. Also mit Klopapierrollen könnte ich mir noch vorstellen, dass das sogar so aussieht, aber aus Pappe. Das kann man ja auch biegen, ist auch nur eine Klopapierrolle in Wahrheit, wenn es ein Pappkarton. Ja, aber es ist eigentlich eher Feinmechanik, die ganze Geschichte, was der aus Pappe da gemacht hat. Also das, wie hat er die Pfeifen dann gemacht? Also Pappe, Wellpappe geht ja auf jeden Fall nicht. Hat er dann rechteckige Pfeifen. Okay, aber ach so, aus Wellpappe oder aus normaler Pappe? Normale Pappe. Okay, gut. Und wenn du von oben drauf schaust, quadratischer Querschnitt und eben wirklich entsprechend die Länge, der Tonhöhe und so. Das kann man ja berechnen oder ganz genau durchprobieren. Und klingt doch ganz manierlich. Also ich meine, es klingt schon so ein bisschen nach Papier, so gefühlt so richtig satt. Nicht? Also beim Metallpfeifen, die schwingen ja auch. Nicht? Metall klingt ganz anders als Pappe. Und da schwingt halt wirklich nur die Luft drin. Ich sage nur, es gibt eine japanische Instrumentenbauer, die Instrumente wie Geigen, Cellos und so weiter, aus Aluminium baut. Ja. Und funktioniert? Funktioniert. Es klingt halt genauso, wie man sich vorstellen würde. Was ist der tiefere Sinn, dass du das machst, damit sie haltbarer sind? Oder ist es einfach nur ein Gefühl? Ich habe keine Idee, warum man es so machen würde. Aber sicher ist es, hält es mehr aus als ein Holzinstrument. Das ist auch, warum jetzt moderne Klaviere haben eine Gusseisenrahmen und ursprünglich waren die fast nur aus Holz gemacht. Was mir auch dazu einfällt, ich glaube, ich hatte das mal vor einem halben Jahr als Thema, dass auf der DGM war als Thema Instrumente aus verschiedenen Materialien. Es waren, ich weiß gar nicht mehr, eine Klarinette aus verschiedenen Materialien. Normalerweise ist die aus Stahl oder was ist das nochmal? Dann hatten sie es aus Messing, aus Gold und Titan. Die Preise natürlich, kann man sich denken, und haben auch in diesem Fall den Klang betrachtet und die Spielweise und dergleichen. Schade, dass ich das jetzt gerade nicht mehr zusammenbekomme. Klingt doch ordentlich anders, ne? Ja, es klang ein bisschen anders, aber der interessante Fakt dabei ist, der Spieler hat mehr ausgemacht als das Instrument, also das Material. Das heißt also, man konnte den Spieler unterscheiden, aber die Instrumente nicht. Also ist wahrscheinlich dabei. Klang nicht besonders viel unterschiedlich. Interessant. Also das Material ist wurscht, damit hat sich die aus Gold überhaupt nicht rentiert. Ja. Außer zum Angeben. Ja, natürlich. Und aus reinem Gold geht ja gar nicht, weil es wäre ja viel zu weich. Ja, da stimmt, beißt er einmal drauf, ups. Gold kannst du ja besser essen als Breipfeifen. Ja. Ja, ich meine, ich habe auch gesehen, eine 3D-gedruckte Flöte hat ja Ah, das könnte auch gehen, oder? Stimmt, ich glaube ja. Ja, das ist ja dasselbe Material. Muss doch mal funktionieren, ja? Ja. Nicht so gut funktioniert, irgendwie die Tasten sind auch okay. Es wird noch eine Zeit dauern, bis die bei den Philharmonikern zum Einsatz kommen, glaube ich. Auch selbst. Naja, die Philharmoniker sind so konservativ, ich glaube, die werden das gleiche jetzt mit der Spielerin. Die bekommen die ja auch geborgt, die Stradivaris und was auch immer, wie sie heißen alle. Es ist
ist ein sehr... Das ist so, dass ich habe gelesen über Philharmoniker, wie es war vor 100 Jahren. Dann habe ich mit Philharmoniker geredet und die haben gesagt, ja, es ist genauso. Es hat nicht sich geändert. Zwei Frauen sind inzwischen dabei, aber das war's. Ansonsten hat sich nichts geändert. Ja, 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 ja. Ah, ich hätte den ganzen Tag gefunden. Ist doch schon verändert. Achso, ja, genau, richtig. Weiterhin zu Musik. Das ist Mund frei, ja, ja, genau. Ich wollte ja über die Sony Noise Cancelling Kopfhörer reden. Die sind gerade neu auf dem Markt. MDR 1000X, um das Modell auch direkt zu nennen. Es ist keine Werbung. Achso, davon habe ich letzte Woche erzählt. Ja, aber nach dem Podcast. Da hatte ich sie noch nicht ausprobiert oder sonst was. Okay. Inzwischen habe ich sie gehört und sie kommen preislich ungefähr auf dasselbe wie die Bose. Was sind die Unterschiede? Also es ist ja wichtig, der Klang, das Noise Cancelling und die Bedienung. Das ist die drei Sachen, wo ich denke, die sind interessant. Zum Ersten zum Klang. Die Bose haben einen nicht so schönen Bass wie die Sony. Die haben einen sehr kräftigen Bass. Also wenn man einen warmen Klang, oh, damit hatten wir ein neues Wort, warm, in der Akustik. Soll ich das jetzt eigentlich auch definieren, was warmer Klang heißt? Nö, okay, gut. Kopfschütteln, gut. Die Sony haben einen sehr warmen Klang, die Bose weniger. Die Bedienung bei den Sony, und da fällt jetzt wirklich was auf, immer mehr Geräte gehen Richtung Touch-Bedienung. Und ich finde Touch-Bedienung fürchterlich, wenn es um ein Gerät geht, dass man gar nicht sieht, wo man gerade hingreift. Dass man vielleicht auch mit Handschuhen bedienen will. Richtig. Das ist eine Katastrophe, was das für eine Entwicklung ist. Ich kann mein Mobiltelefon nicht mehr mit Handschuhen bedienen. Okay, beim Mobiltelefon ist Touch noch irgendwie verständlich. Es hat ein Display, es ist dafür ausgelegt. Wobei ich gerne eine Tastatur hätte, davon abgesehen. Aber die Sony haben eine Touch-Bedienung. Und bis jetzt habe ich nicht im geringsten herausfinden können, welche die Geste ist für Play und Pause. Und dann stehst du da und klopfst dir so auf die Seite von deinem Kopf. Genau, irgendwie. Lautstärke. Das hört sich ja lustig aus. Ist kein Problem. Nach unten ziehen und nach oben schieben ist leise und laut. Und irgendwie auch nach vorne und nach hinten ist zurück und vor Lied. Aber Play? Ich habe keine Ahnung. Randtappen. Vielleicht auf der anderen Seite. Nee, es ist alles auf der einen Seite. Okay. Was sie als wirklich interessantes Gimmick hat, und zwar, wenn man die Hand einfach nur nimmt und auf diesen Hörer mit der Touch-Bedienung, und zwar die rechte Hand, das sieht man jetzt gar nicht. Ich lege jetzt gerade die rechte Hand auf meinen fiktiven Hörer, Ohrmuschel. Dann wird das, was man hört, ganz leise und das, was um einen herum ist, ganz laut. Das wird sogar noch zusätzlich verstärkt. Das heißt also, wenn jemand daherkommt, hast du mal eine Mark? Kannst du wie bitte sagen, die Hand drauflegen und dann stellt er nochmal die Frage und kannst du sagen, nee, habe ich nicht. Das ist so, nein, wir haben 2017. Es gibt die Mark nicht mehr. Ja, Entschuldigung. Kannst du so eine Real-Life-Interaktion betreiben, ohne dass du den Hörer... Bei den Bose musst du dafür einen Knopf drücken, was mit Handschuhen auch nicht gerade leicht ist. Oh, es ist auch praktisch, wenn du zum Beispiel gerade vom Computer sitzt und deine Freundin will was von dir, kommt sie, legt die Hand drauf und kann dich ansprechen. Schon ausprobiert. Das ist eine Katastrophe. Du wirst sofort die Person, die dir an den Hörer greift, anfangen zu hassen. Das ist echt schlimm. Das mag... Also doch nicht zu der Beziehung. Nein, das ist nicht gut. Ich dachte, das könnte helfen, aber nein. Ja. Also das ist wirklich fürchterlich. Also greift nie jemanden an die Kopfhörer, während er sie aufhat. Auch wenn es interessant wäre. Ja, und der dritte Aspekt jetzt noch, das Noise Cancelling. Die Bose sind besser. Sowas von viel besser. Aber ich habe ja beim letzten Mal gesagt, die Bose sind die Besten, was Noise Cancelling anbelangt. Und dieses Jahr, das 2017, wird interessant, was Noise Cancelling anbelangt. Die anderen Hersteller holen auf. Sony hat ganz weit ausgeholt und kommt schon sehr nahe dran. Sennheiser hat übrigens auch ein neues, aber das konnte ich nicht so gut testen, rausgebracht, die PCX 550, glaube ich, sind das. Die haben alle recht gutes Noise Cancelling, aber die Bose sind, was das anbelangt, immer noch unschlagbar.
Man kann es nur blöderweise nicht ausschalten, was bei den Sony geht. Also für Leute, die einen warmen Klang haben, also Bass, sind die Sony durchaus mal... Ich würde sie einfach alle ausprobieren und dann sagen, ach, die klingen am besten, die sind von Bedienung. Also durchtesten oder eventuell noch warten, was die Konkurrenz so rausbringt. Die liegen allerdings alle bei fast 400 Euro. Wenn man Glück hat, bekommt man sie auch für 333 Euro beim Mediamarkt oder Saturn. Ja. Nichts für mich und mein Budget. Ich hätte noch einen Film, wenn keiner mehr was hat. Ich habe noch, aber mach ruhig. Achso, ja, hast du Slow West gesehen? Nein. Nicht? Ich nicht. Oh, okay, gut. Dann hätte ich wirklich was, was du nicht kennst. Hm? Einen naja, Film. Gut. Also, warte, ja. Du hast jetzt gerade die ganze Zeit vielleicht. Na gut, okay. Ich dachte, es hätte noch jemand. Ich bin schon so viel. Ich wieder? Ich ja, wieder? Genau. Ja? Ja? Was hast du denn ich weiß, wir haben auf eine alte Musiksache geredet. So, ich kann immer über meine die Sache, dass der das wahrscheinlich kennt, total ist, dass ich bin ein, sagen wir, ein Antique-Klaviersammler. Du hast mehrere antike Klaviere? Ja. Bitte erzähl davon. Ja, ich habe in Amerika habe ich einen französischen RH-Flügel vom Mitte des 19. Jahrhunderts. Die ich noch nicht in den Atlantik gebracht habe, aber hier in Wien habe ich ein Büsendorfer von 1879, ein Streicher von 1863, glaube ich, und einen englischen RH von den 1860er. So, ja, ich meine, okay, ich bin nicht so reich, es ist nur das, sagen wir so, ich habe diese alte Klaviere, ein alte Klaviere kann man für extrem günstige Preise bekommen. Und das ist, wie ich mir es leisten kann. Und kann man die dann renovieren? Oder bleibt ja, von meine Streicher wurde sehr gut restauriert, meine Büsendorfer sehr schlecht restauriert, meine englische Ära wird gerade restauriert. Mhm. Und die Restauration ist wahrscheinlich viermal so teuer, wie die Instrument gekostet hat. Naja. Hast du dann irgendeinen Vorteil davon, alte Klaviere zu kaufen? Also jetzt abgesehen vom einfach aus Spaß, weil es alt ist. Oder wäre es nicht günstiger, du kaufst gleich ein neues, frisches Klavier, jetzt rein von der... Sagen wir so, vom Klang ist es zum Teil Geschmackssache, aber wenn es sehr gut restauriert ist, finde ich die Klang für die alten Instrumente besser. Ja. Die Vorteile sind... Für Preis-Leistungs-Verhältnis, meiner Meinung nach, sind die viel besser. Es ist wie eine Steinway-Äquivalent zu kaufen, kann man wahrscheinlich 20.000 Euro ausgeben. Und für eine Äquivalent historischer Steinway-Moderne kostet 150. 150? Ja. Also du kriegst um einen Bruchteil des Geldes ein gutes Klavier? Ja, würde ich sagen. Und da musst du halt ein bisschen renovieren? Nein, oder? Entschuldigung, ich habe die Renovation inkludiert im Preis. Schon? Ja. Er meint 150.000, nicht 150, oder? Na, 150.000, ja. Ja. Langsam. 20.000 ist der Bruchteil von 150.000, nicht 150 Euro ist der Bruchteil von 20.000. Okay. Na, das ist ganz richtig. Du kaufst ein neues, ganz tolles Klavier, was würde dich das kosten? Mindestens, ich würde sagen, wirklich tolle Klavier, mindestens 50.000 Euro. 50.000? Mindestens. Und jetzt kaufst du ein altes für zwischen 1.000 und 12.000, sagen wir so. Okay, und dann musst du aber noch in die Renovierung hineinstecken. Genau, und das kostet dann, naja, ich meine die alte, nein, man kauft die alte und es kostet circa... Wenn man Glück hat, zwischen 1.000 und 5.000. Die Renovierung ist sowas wie 7.000 bis 15.000. Also du bist dann trotzdem noch billiger, trotz Renovierung, als mit dem neuen. Genau. Und hast nicht nur ein altes Klavier, was ein Sammlerwert hat, nehme ich an, sondern hast auch den gleich Klang wie ein neues, tolles. Ja, es klingt halt sehr anders und es ist ein bisschen anderes Instrument. Ja. Die Nachteil, ich meine, es ist so, im 19. Jahrhundert hat es gegeben, genau wie jetzt, die A, B und C Kategorien Klaviere. Mhm. Jetzt gibt es Steinway, Bösendorfer, Fazioli, sind die großen drei. Damals war es zum Beispiel
Erar, Streicher, Büssendorfer und verschiedene. Also es gab mehr Firmen. Ja, es gab viel mehr Firmen. Dadurch, dass im 19. Jahrhundert waren da nur in wenig, ich glaube mindestens 20 Klavierbauer oder 50 oder was immer, Dutzende von Klavierbauern. Und haben die verschiedenen Firmen wirklich verschiedene Klaviere gebaut? Ja, die haben viel unterschiedlicher gebaut im 19. Jahrhundert als jetzt. Es gab, würde ich sagen, ich spiele auf romantische Klaviere, das heißt, das sind die, ich meine, wenn man älter wird, man nimmt eine klassische von der Zeit von Mozart, die werden dann so teuer wie ein modernes Klavier, sofort. Dadurch ist es, wenn du kaufst eine Graf oder eine, wie heißt Stein oder sowas, oder ein Walter, das kommt genauso teuer wie ein Steinway. Aber das ist, weil es alt ist einfach. Ja, es gibt einfach nicht so viele davon, ist nicht so große Nachfrage. Und Leute sind wie kann es sein, dass die massives Angebot, das es damals gab, jetzt den Preis eben niedrig hält, oder? Also das ist es sicher auch, ne? Dass die, zu viele Klaviere dass die gebaut wurden. Vorher, die sehr lange Zeit, sehr viel verschollen und guter Zustand natürlich unbezahlbar oder sehr, sehr teuer. Ganz neu ist natürlich hohe Qualität plus Marketing plus, aber du bekommst auch Qualität dafür und dazwischen ist die Hochphase, wo es einfach viel Gerümpel gibt, aber auch eben viele gute und wenn man sich auskennt, findet man. Und darf ich fragen, handelst du dann, bist du so geschäftssüchtig mit dem Spiel? Nein, ich kaufe das einfach. Nachdem du einen hinaufgepäppelt hast, dass es wieder funktioniert, musst du es dann verkaufen? Nein, ich kaufe es einfach, ich bin ein Sammler, Leute, die wirklich so 100 Klaviere haben. Ja, gut, aber 4 Klaviere hat auch niemand zu Hause stehen. Also. Ja, genau, das ist die Sache. Das ist, ich sage, ich bin ein Sammler, aber ich will nur, weil ich das es gab, wie ich gesagt habe, es gibt verschiedene Arten von Klavieren. Ja. Und okay, moderne Klaviere, die machen als Ziel, dass man alle Repertoire, alle Stücke drauf spielen kann. Ja. Aber ich würde sagen, mein Streicher ist super für deutsche Repertoire und für Liszt. Aber für Debussy geht es nicht bei manchen Stücken und für Ravel bei manchen Stücken ist auch nicht so günstig. Ist nicht so gut dafür. Und hast du für spezielle Musik ein Lieblingsklavier? Sozusagen, ja. Okay. Das ist halt, es gab halt im 19. Jahrhundert die englisch oder französische Stil und dann die deutsche Wiener Klavier. Wie ist das eigentlich mit professionellen Pianisten? Weil die meisten Musiker nehmen ihre Instrumente ja mit. Ja. Außer die Perkussionisten und die Pianisten. Ne? Ja. Wie ist das dann? Könntest du sie theoretisch mitnehmen oder verleihen? Hast du die Technik, also die räumliche Möglichkeit bei dir, das Ding rauszuschieben, wenn du es... Frage ist der Kosten, der Unkosten von Transport. Dadurch, das Klavier zu transportieren, ist teuer. Dadurch, dass ich kann es sicher nicht alleine machen, dadurch ist ein Klavier wie, ich glaube, 200 bis 300 Kilo. Ja. Das kostet drei Möbelstecker. Ja. Und die müssen extra vorsichtig sein, nicht die 49 Euro pro Stunde plus Laster für zwei Leute. Die können's nicht. Ich würde sagen, es kostet hin und her zum Konzert. Ich schätze nur, ich habe es lange nicht gemacht. Ich habe nicht innerhalb von Wien gemacht, aber ich würde sagen mindestens 400, 500 Euro für ein Konzert. Und meistens gibt es ein Spiel nur auf dem Klavier, wo man ist, dadurch, dass ich meine, wenn ich die Entscheidung habe zwischen Klavier zu spielen, wo ich Konzert gebe und 500 Euro mehr zu bekommen oder mein eigenes Klavier, für mich das 500 Euro. Klar, okay. Das ist es. Ich meine, aber man dachte vielleicht, dass es Leute gibt, Oberliga, ja, ein Lang wird sicher genau sagen, was er für ein Klavier haben möchte, oder? Bei den großen Konzerthäusern haben die haben, es ist anders. Bei großen Konzerthäusern haben die einfach viele Klaviere. Und es ist wie, die gehen dorthin und ich sage, die stellen 4 Klaviere auf und der Pianist sagt, diesen mag ich haben. Das ist, wie es ist, meistens. Bei dieser Oberliga Konzerthalle. Bei dem Konzert, im Musikverein ist es so, dass der Pianist kommt und probiert die Klaviere aus und sucht einen aus. Die haben, ich weiß nicht, wie viele Dutzende von Klavieren. Eine Frage kann ich nicht vermeiden. Gibt es noch den klassischen Barpianist in dem Salon? Oder schießen Sie nicht auf den Pianisten? Ich glaube, es gibt nicht mehr. Ich weiß, es gibt Kaffeehauspianisten in Wien.
aber, ja, aber kann man auch so als Unterhaltungspianist im Ring hat es uns gegeben. Es gibt ein bisschen, aber es ist wie die Zahlen meistens dieser Kaffeehäuser, habe ich geschaut, so wenig, dass ich mir denke, es zahlt sich nicht wirklich aus, sowas zu machen. Außer, ich meine, würde ich sagen, fast alle Pianisten machen ihr Lebensunterhalt entweder von Unterrichten oder von Chorrepetitieren an einer Institution, wo die andere Musiker begleiten. Musical-Darsteller proben und jemand muss die Noten spielen dazu. Ja, man muss dazu spielen oder ein Geiger spielt und der Pianist muss dazu spielen. Das gibt bei einer Musikuni, werden diese Leute angestellt. Und so richtig als Konzertpianist können nur ganz wenige leben, schätze ich. Ja, die Leute, die man sagt, die sind Konzertpianisten, sind fast immer, ich meine, 98% von den 99% von den Leuten, die sind Konzertpianisten offiziell. Wenn man anschaut, wie vorher ihr Geld wirklich kommt, ist meistens vom Unterrichten. Okay. Und unterrichtest du auch? Ja, natürlich. Das heißt, du suchst gerade Schüler, vielleicht gibt es Zuhörer, die... Genau, kannst du machen. Ich mache Werbung. Hast du eine Homepage oder wie kann man dich erreichen? Naja, ich habe meine Facebook-Seite, ich habe auch E-Mail. Ich wohne in Perchtersdorf, das ist die einzige schlechte Sache. Aber sag, wie man dich erreicht, deine Facebook-Seite oder deinen Namen? Den Link, ja, wir können die... Schreibst du in den Facebook? Ja, die Und ich freust du dich, wenn du Schüler bekommst? Oder? Ja, jetzt sag ich, ich bin nicht die billigste Person, das ist jetzt die Sache, sag ich jetzt. Ich freust du auf, das geht schon. Ja. Jutta, es kostet was. Ich bin der komische Fall, dass ich bin Amerikaner, aber ich habe nur reine russische Klavierschule. Ich bin nur russischer Lehrer. Ich meine, okay, es sagt ein Non-Musiker nicht viel, aber es ist ein ganz anderer Stil als der Wiener Klavierspielstil. Die tausenden musikkundigen Hörer liegen schon lachend am Boden, die haben das jetzt verstanden. Wir nicht. Da war ein Witz drin. Ja. Und was unterrichtest du? Klassik. Klassische Musik. Einfach. Ich bin sehr gut mit... wie soll ich sagen? Ich sage mit Ausdruck und mit sehr hoher technische, sehr schwierige Sachen zu spielen. Romantische Repertoire besonders. Wie alle Transzendentalitüden, das kennst du sicher nicht, oder? Nein. Und sag, wie sehr könntest du jetzt, wenn du das wolltest, ja, könntest du jetzt bei einer beliebigen modernen Band als Keyboarder spielen, weil du Klavierausbildung hast? Wenn ich will, könnte ich es machen, ja. Wahrscheinlich. Du bräuchtest da nicht umlernen oder so. Das würde ja, es ist ein bisschen, es sind andere Skills. Ich habe sowieso ein bisschen andere Ausbildung als ein normaler Pianist. Dadurch, dass ich auch. Ich habe auch Komposition studieren zum Teil und dirigieren. Ja. Und diese Sachen bei einer Band, man muss, wie ich verstehe, mehr Improvisation, man muss diese Harmonien nach in der Harmonien improvisieren können. Und das, glaube ich, kann ich schon machen. Also ich habe Komposition und so studiert auch. Es ist so, es ist irgendwie dazwischen. Und hast du dir als, also du lebst jetzt rein von der Musik eigentlich, vom Unterrichten und vom Spielen sozusagen. Ja, und manchmal mache ich Computersachen auch. Ah, machst du Computersachen? Okay. Ja. Ist okay. Ach so. Ja. Aber ja, ich meine, hauptsächlich. Ja. Okay. Der Garib macht uns demnächst ein Störgeräusch, weil der Dennis einen Eiran bestellt hat. Nein, hat ich nicht. Wer hat? Ich. Also du, Entschuldigung, du in der Reihe. Sorry, Dennis. Aber er ist sehr beschäftigt, ja, Gott sei Dank, mit ganz vielen Gästen. Ich habe leider vergessen, beim Teaser anzukündigen, ich habe noch über eine halbe Stunde Interviews, die der Gregor hoffentlich dran schnippeln wird. Eins ist, beide sind von Damen, bitte Szenenapplaus, ja. Und eine kennen wir, das ist die Melanie. Die habe ich gefragt, weil sie in
Dänemark in einer Schule drinnen war und der Vergleich dänische Schule, österreichische Schule. Und das andere ist eine Couchsurferin, die ich heute kennengelernt habe und die tut seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren nonstop nur herumreisen und Couchsurfen. Hat die noch überhaupt eine Wohnung? Achso, das kommt wahrscheinlich dann vor. Es ist alles. Das, beide Interviews sind im Kaffeehaus aufgenommen, deshalb gibt es ein bisschen Störgeräusche. Das von der Melanie ist auf Deutsch und das von der Couchsurferin von der Nömi ist auf Englisch. Und ich hoffe, da Gregor schnippelt sie hinten dran. Hat es euch auch in die Timeline gespült? Da war eine, ich glaube, Amerikanerin, die gerade mit 27 alle Länder der Welt bereist hat, und ich mache jetzt große Anführungszeichen. Ja. Also, sie war einfach in jedem Land der Welt einmal. Auch Nordkorea und Myanmar. Alle Länder der Welt plus Kosovo und noch ein, zwei, also 196 Länder hat sie. Wow. Damit konnte sie nicht mehr in die USA einreisen, weil sie dann auf jeden Fall in Iran war. Erstens ist das schon wieder aufgehoben. Zweitens, das war natürlich, sie hat irgendwie was, 4 Jahre gebraucht oder so, auf jeden Fall relativ schnell. Und es ist halt ein Wettrennen gewesen. Okay. Es war kein, dass sie jetzt alle Länder besucht hätte oder so. Ja, als ich auf Englandwoche war, damals mit der Schule, meine Gastfamilie, er war gebürtiger Niederländer, sie war aus Swasiland, also wer das nicht weiß, wo das ist so ein kleiner Tupfen mitten in Südafrika, aber ein eigenes Land. Und er hat gesagt, er war Pilot und er hat gesagt, er war mit dem Militär, mit dem niederländischen Militär und nachher als Zivilpilot in außer Kuba und Nordkorea ist er zumindest überall mal gelandet oder gestartet. Also er hat viele Flughäfen. Er kennt viele Landebahnen, nicht immer die Flughäfen vielleicht, ja. Aber halt sowohl militärisch als auch, er hat gesagt, immerhin die Sammlung ist ganz okay und vielleicht reisen sie noch ein bisschen nach Kuba, geht ja auf jeden Fall zu bereisen, dass man hinfliegt und Nordkorea ist auch möglich, wenn man es will, also in der Tat. Ja. Aber diese junge Dame hat eben 80 Tagen um die Welt, die moderne Variante, gespielt, quasi. Und weiß nicht, ob man das sind jetzt so die Geschichten, die wir so lesen. Ja. Die eigentlich nicht nachher wieder, ich bin halt jemand, der sich das merkt. Ich beneide Leute, die das am nächsten Tag wieder vergessen haben. Aber ich merke mir sowas. Es ist furchtbar. Wie gesagt, noch über 30 Minuten Content. Das war jetzt eine Drohung, oder? Nein, für unsere Hörer. Ich hätte es eigentlich in den Teaser sagen sollen, aber da war ich zu sehr enthusiastisch, dass ich meinen weißen Spritzwein bekomme. So. Du bist dran, wir gehen im Kreis. Ich habe nichts mehr. Nichts mehr? Na? Okay. Ich habe fertig. Wartest du, das war dein Thema, das du noch hattest? Ich wollte sagen, wir gehen in einen Kreis einfach. Er war jetzt dran. Ich hätte noch was. Ja, okay, dann bin ich jetzt nochmal dran. Mach gut. Ruhig. Ich habe Slow West anzubieten. Das ist ein Western, wie schon der Name fast schon sagt. Und wie man sich Western vorstellt, sollte man ganz schnell vergessen, wenn man den Film anschaut. Der Film hat so viel mit Western zu tun. Ja, doch, eigentlich ist es schon Western. Also nur vom Stil her ist es eigentlich was sehr, sehr Seltsames, Skurriles. Zum einen, die Geschichte handelt von einem jungen Mann, so Anfang 20, wenn überhaupt, vielleicht auch unter 20, vielleicht ist er sogar noch unter 18, der seiner Freundin nachreist, die ganz schnell flüchten musste mit ihrem Vater. Und er möchte sie wiedersehen, weil er total verknallt in sie ist. Es gibt zum einen Rückblenden, was genau passiert ist, bevor sie abreisten, aus Schottland nämlich, wie sich herausstellt. Das ist jetzt schon ein ganz, 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 ganz kleiner Spoiler. Und sie sind halt nach Amerika und er ist hinterher. Ja, er am Anfang reist er einfach und hat viel Gepäck und dann begegnet er einem der ihn dann beschützen soll für $50 sofort und $50, wenn sie am Ziel ankommen. Und der schmeißt dem Typen einfach mal alle Sachen weg, weil man braucht es im Westen nicht, weil es herrscht Tod. Das ist das Hauptthema. Und ja, diese skurrilen Sachen sind unglaublich. Ist das der, den sie in Neuseeland dreht haben? Es kann sein, dass er in Neuseeland dreht worden ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Das habe ich vielleicht sogar gelesen. Verwechselst du das nicht mit dem Hobbit?
Nein. Das ist nicht. Ja, doch, es stimmt, das ist Neuseeland, ja. Ja, ist am Schluss auch so ein Indianer und so ein großer Showdown. Ein Indianer? Ja, ein Indianer und eine Farmersdorf ja. In seinem Haus. Hey, da ist so viel Bayern. Ja, ich kann das auch ein bisschen jetzt zusammenfassen, weil ich die ganze Szene schon gesehen habe. Ja, ja, habe ich gesehen im Kino damals. Ich kann sagen, der hat ein sehr stranges Feeling. Ja. Ich glaube, ich habe ihn sogar in irgendeinem Podcast schon rezensiert. Ach so, hat so. Wir könnten in den Shownotes nachgucken. Ja. Ja. Regie, Hauptversteller, die wichtigen Fakten. Michael Fassbender. Und die anderen habe ich vergessen. Aber der Director war, glaube ich, auch Fassbender und ich weiß nicht, ob er auch Regie geführt hat oder sowas. Aber auf jeden Fall ist er der große Name hinter dem Film, wenn ich auch sogar das Drehbuch umschreibe. Und der Film ist so durch die Bank ein bisschen schräg, gell? Ja. Ja, das ist so super echt extrem schräges Film. Ja. Nur so als Beispiel, da kommen, man denkt sich ja, ja, das sitzen da drei Schwarze und musizieren gemütlich. Und der und das heißt überall eigentlich tot. Und unser Bodyguard sozusagen, gespielt von Michael Fassbender. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Entschuldigung, mein Telefon. Reitet einfach dabei vorbei, der will sich gar nicht damit beschäftigen, dass da gerade drei fröhlich musizieren und singen. Und singen auf Französisch und dann kommt unser junger Mann mit ganz ruhiger Art und ich habe keine Ahnung, was die ihn gefragt haben. Er hat aber auf jeden Fall auf Französisch geantwortet. Und das ist so ein skurriler Moment. Wer rechnet damit, dass jemand dort auf Französisch antwortet? Niemand. Ja. Das ist, und er hat über Liebe gesprochen. Also er hat im Prinzip, das habe ich nämlich verstanden, so gut ist mein Französisch noch gewesen, er hat ihm geantwortet, dass er gerade seine Liebe hinterher... Und dann geht es weiter. Die drei Typen kamen nie wieder vor in dem Film. Ja, das ist voller, so, voll skurriler, ja. Schräger, seltsamer, ja. Moment. Oder er muss gerade pinkeln und kommt zu, setzt sich dann in das falsche Camp rein. Das, ja, ist noch ein zweites, ja, Camp. Das ist extrem gewesen. Skurril. Es ist unglaublich. Sehr zu empfehlen, wer skurrile Filme mag und wer Western mag, durchaus. Ich muss auch so sagen, ich habe die ganze Zeit bei dem Film das Gefühl gehabt, dass der Regisseur eigentlich überhaupt keinen Western drehen will, aber halt, ja, vom Marketingchef oder von der Produktionsfirma dazu verdonnert wurde. Deshalb sind dann auch gewisse Western-Elemente, wie halt das klassische Duell und Shootout und sogar ein Indianer kommt vor, sind dann alle drin, weil sich das halt so gehört, aber eigentlich wollte er total was anderes erzählen. Ich finde schon, dass der intendiert war, irgendwie ein Western. Auf jeden Fall sollte es im Westen spielen und der Tod spielt halt auch eine große Rolle. Also es passt auf jeden Fall sehr gut in den Westen. Skurrile Western, Empfehlung Meeks Cut-Off. Insofern schon mal ein außergewöhnlicher Western, weil er von einer Frau, also die Frau führt Regie, was, glaube ich, in der Western-Geschichte bis dahin noch nie vorgekommen ist. Kelly Reichardt. Und was ist der Film? 2011. Oh. Bis dein Ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber es ist auf jeden Fall. Und es geht um auch so einen Track, der auch geführt wird von jemandem, und es ist ein sehr anstrengender, sehr langsamer Western und sehr billiger Western. Aber durchaus filmisch sehr wertvoll und wo halt diese drei Wagen ein bisschen von Indianern verfolgt werden und einfach nur durch die. Und dieser Meek ist eben der Wagenführer, der Trackleiter, Mix, und das hat er gezeigt, wir gehen da die Abkürzung, wir gehen nicht mit dem Haupttrack mit, sondern ich zeige eine Abkürzung, das ist eben die Geschichte, das ist sehr langsam und so, aber für einen Western auch wieder außergewöhnlich, ja. Kann ich nur empfehlen, will gar nicht mehr verraten, also es ist tatsächlich nicht so spannend, aber ein guter Film, absolut guter Film. Und Kelly Reicherts Filme kann ich eigentlich durch die Bank empfehlen, und sie hat eine Lieblingsschauspielerin, nämlich die Michelle Williams. Und die hat in dem Film auch mitgespielt, und nachdem die ist halt in einer Liga, wo man sagen kann, die spielt in solchen Filmen normalerweise nicht mehr mit, aber mit ihr ist sie halt auf befreundet, und da spielt sie dann doch mit, und deswegen spielt sie da auch. Damals war sie schon nicht mehr in dieser Liga. Mix Cut-Off. Kelly Reichert. Dankeschön. Ich habe einen Film, den mache ich nächste Woche. Okay, mit dem Gregor zusammen. Ja. Welchen Film direkt als dieser? Ja, die feine Gesellschaft, ach so, also stimmt. Französisches, seltsames Ding. Ich bin halt im Wild West aufgewachsen, so ich. Okay.
bleibt mir damit vom Leib. Ja, mein Vater hat es immer angeschaut und dann hat er immer erzählt, wie toll Karl May ist und solche Sachen. Karl May, okay. Und Winnetou. Ja, das ist von Karl May. Kannst du als also amerikanischer jetzt also als nach Europa Immigrant also irgendein schönes Kulturschockerlebnis von Österreich, also was Kulturschock hören wir immer gerne hier im Podcast. Stimmt. Ja. In Österreich. Also, nein, speziell ja. Seltsam, wo dir schon gesagt wurde, dass es seltsam war, aber es hat dich dann trotzdem noch fasziniert. Naja, seltsam. Naja, ich habe es extrem schräg gefunden, irgendwo hinzukommen, ist ein riesen No-Smoking-Schild und dann rauchen wir. Danke. Das war für mich. Ja, das kann ich. Das habe ich noch nie erlebt, aber das, ich meine, ich habe das nicht in Japan erlebt. Und sonst kommst du zurecht, also von Berchtesgadener aus. Bitte nicht erzählen. Bitte nicht erzählen, sei so. Vielleicht soll ich nicht zu viel über Politik reden. Berchtesgadener mit bestimmten Leuten. Ja, ich meine. Aber er hat gerade geredet von die drei Leute, die kommen vor, die reden einfach auf Französisch. Mhm. Oder so. In dem Film ja, so ist. Ja, ja. Im wirklichen Leben, ich war bei einem Summer Academy im Unterteam. Und da waren urviele Japaner. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt, einfach die auf Japanisch anzureden. Weil du Japanisch kannst. Ja. Cool. Und dann, die sind immer, die schauten mich an, als ob. Da war Alien. Also sie checken nicht, dass ein Europäer Japaner. Ja, das ist wie. Das ist sehr viel Spaß. Die Ausdrücke, die verschiedenen Gesichtsausdrücke sind sehr köstlich. Ich wollte noch was erzählen über Tanzpartnerbörse, aber das mache ich auch nächstes Mal. Da kann ich vielleicht dann schon mehr darüber erzählen. Tut mir leid, bin schon müde ein bisschen. Oh. Horst, das Bericht aus der Ballsaison. Genau, ja. Ballsaison. Ja. Wobei, ganz kurz, ich kann sagen, ich war das... Vielleicht gibt es auch nächste Woche dann eben nichts mehr drüber zu berichten. Vielleicht soll ich es doch noch erzählen. Nein. Ich kann erzählen, dass ich auf keinem Ball war, eine ganze Woche lang, aber auf einer Perfektion zum ersten Mal seit über einem Vierteljahrhundert. Da geht man hin, um Tanzen zu üben. Ah, das wird üblicherweise von den Tanzschulen veranstaltet und ich kann mich erinnern, in grauer Vorzeit war das für mich das absolute Highlight. Am Sonntagabend war ich beim Hochstädter Perfektion für uns Kinder, also die Jungen, die da hin durften, und haben sie uns immer gesagt, am Samstag dürft ihr nicht kommen, weil da gehen die Paare vom Paarkurs. Und wir sind auch brav nur am Sonntag gegangen und da waren dann halt so die 16- bis 20-Jährigen und man hat sich dann halt eine aufgefordert und bemüht als Jugendlicher. Da warst du aber schon 22. Nein, da war ich, also ich war so 18, 19, bin ich da hingegangen. 17, 18, 19. So. Okay, vor 30 Jahren. Na, schon. Ja, ich war ziemlich genau. Soll man spoilern, dass er Geburtstag hatte? Nein, ich bin 47, das kann man zugeben. Ja, genau. Ja. Und ja, auf jeden Fall war ich jetzt halt erstmals in meinem Leben auf einer Paarperfektion beim Watzek, Salz bis 12. Und kann ich empfehlen, 4 Euro Eintritt und sehr unkompliziert, man geht rein, zahlt die 4 Euro und kann tanzen. Und ja, aber es war kein Ball und ich hatte so irgendwie das alles sehr viel lustiger in Erinnerung. Ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie in so einem Fitnessstudio, wo die Leute halt gehen, um ihren Muskel zu trainieren, sind halt dort die Leute hingegangen, um tanzen zu trainieren. Und haben auch getanzt und die Musik war schön und manche haben auch sehr gut ausgeschaut und sich toll bewegt und so. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin der Einzige, der da jetzt viel redet und viel lacht und viel Gaudi hat. Aber vielleicht war ich einfach nur lauter als die anderen. Hab das nicht so genau genommen. Und die haben sich halt auf eine leisere Art amüsiert als ich. Aber Ball war es nicht. Also. Das ist halt was anderes. Auch zick, der geschupfte Horst, die frische Socken. Grün und gestreift, das ist so elegant. Genau. Tanzen ist so eine von den besten Arten, einen Workout zu machen, zu sein. Tanzen, oder? Ja, das ist man verschiedene Bewegungen. Ja, man schwitzt auch nicht. Also es hat mir gefallen, ich werde dort sicher öfter hingehen. Ne? Für die Nicht-Wiener, diese Zeile, die wir da beide zitiert haben, das stammt aus dem Schupfenpferd. Von Qualtinger, ne? Geschrieben von Bronner, ja. Ursprünglich von Qualtinger als erstes aufgenommen und dann später auch von Bronner immer wieder aufgenommen. Und da kommt nämlich eine Perfektion vor, in der deswegen es dann eine Messerstecherei gibt. Genau, deswegen. Daran erinnert, werden wir auch verlinken. Ich werde schauen, mein Vater spielt das immer sehr gerne am Klavier, vielleicht kriege ich mal eine komplette Aufnahme davon zusammen. Ah, Klavier. Dann würde ich, kann ich euch abwürgen, oder? Ja.
Ja, ja. Okay. Sollen wir noch ein Geburtstagsständchen für den Horst sehen? Nein, nein, das war schon vorbei. Das ist schon zu alt. Dann kann ich sagen, nur viel Spaß jetzt mit ca. 5 Minuten Melanie und 30 Minuten Nöni. Und bis zum nächsten Mal, wo auch hoffentlich der Gregor wieder dabei ist. Gute Besserung, Gregor. Genau. Nächste Woche gibt es wieder eine Perfektion. Perfektion ist Perfektion. Na gut. Gute Nacht. 1, 4. Liebe Melanie, du warst doch mal in Dänemark und hast dort eine Schule besucht. Genau, ich habe sie nicht nur besucht, sondern ich durfte dort auch unterrichten. Ja. Für einen Tag. Du hast unterrichtet in Dänemark. Genau, unterrichtet in Dänemark. Und das war eine öffentliche Schule? Oder eine private? Gute Frage. Oder eine Montessori? Nein, es war keine Montessori-Schule, es war eben eine Standardschule. Ja. Und wie kommt man dazu, dass man Deutsch unterrichtet in Dänemark? Ja, das war ein lustiger Zufall, ich war dort in München. Wufen, das heißt, der war eine Farming. Und dort habe ich eine Zeit lang auch am Bauernhof und habe dort gearbeitet. Du warst Biolandwirt, nicht den Markt oder Farmarbeiterin. Ja, genau. Ja. Freilich, das war toll. Unbezahlt, das nennt man. Unbezahlt, genau. Auf Kosten und Logis habe ich natürlich kriegt. Aber du durftest schon weggehen, wann immer du wolltest. Also du warst nicht angekettet oder so. Naja, ich habe natürlich schon Pflichten gehabt zu erfüllen. Und das war in Ordnung so, aber ich war frei. Weil du hast das gerne gemacht, das unbezahlt arbeiten. Genau, okay, ja, das war schön. Und der Besitzer von dem Hochschul kannte den Direktor von der Schule, ja. Das war ein kleines Dorf eben, das dann war also in der Nähe der deutschen Grenze. Wir haben da Österreicherin, die arbeitet gratis am Feld, die kann gratis unterrichten auch. Sozusagen, ja genau. so ging das dann, wir haben darüber gesprochen und ich habe eben Deutsch können und die Kinder dort in der Schule haben Deutsch gelernt. Ja. For whatever reason. Wahrscheinlich nähe deutsche Grenze, keine Ahnung. Jetzt konnten alle Deutschen, das waren so Kinder von 8 bis 16 oder so. Also das war eine gemischte Klasse sozusagen? Ja, das heißt irgendwie Vorreskohl oder so. Vorschule? Nein, nicht ganz. Okay. Es war keine Vorschule, weil ja, ja. Wir natürlich 8 bis 16 waren. Aber okay. Es ist irgendwie so eine Schule, wo man irgendwie von 8 bis 16 ist. Aber es waren schon Klassen nach Alter geordnet, wie ja, genau. Wir kennen. Es waren nicht alle in einem Raum. Nein, es waren Klassen getrennt und haben natürlich gemeint, ja natürlich, da komme ich gerne mal hin und fahre mit und unterrichte und erzähle ein bisschen über Leben in Österreich und was halt, wo ich halt herkomme und wie mein Leben bisher so gelebt habe. Und das haben die alle ganz toll gefunden und bin ich eben mit und war dann eben Schultag dabei, war im Englischen für dich dabei. Und, also sie haben dich gleich in der Schule dann rumgeführt, oder? Ja genau, also ich habe den ganzen Schultag dort eben verbracht und das erste Coole irgendwie, was halt unerwartet war, war, dass wir mal, dass die Schule nicht um 8 begonnen hat, sondern um 9. Sehr vernünftig. Sehr vernünftig, ja. Finde ich sehr, sehr toll. Dass ich auch später aufstehen können als sonst, weil ich sonst in der Schule natürlich Arbeit verrichten musste oder hätte sollen. Und die erste halbe Stunde ist, also man darf eine halbe Stunde vorher in die Schule kommen und dort darf man sich dann halt frei bewegen. Und die Türen so von allen Klassen waren offen. Und die Kinder haben sich dann einfach frei beschäftigt. Sie haben selber gelesen, haben selber was gerechnet, sie sind nicht wild herumgerannt und haben sich. Ich wollte gerade fragen, ist das nicht das, das natürliche Verhalten österreichischer Schulkinder ohne Aufsicht? Das war dort nicht. Das nicht, nein. Obwohl jetzt keine Lehrer Gangaufsicht gehabt haben, speziell. Das war nicht Gangaufsicht. Die Kinder haben sich von selber friedlich miteinander beschäftigen können. Die sind alle irgendwann gekommen, wie sie einen Pastor entweder wieder zurückgekommen ist oder wie sie den Eltern halt Schule gebracht haben und sind mit uns treffen und haben sie selber beschäftigt. Dann, ich glaube, es gab auch keine Leute, aber ich bin mir nicht mehr sicher. War das ein kleiner Kulturschock schon für dich oder warst du es eh schon gewohnt dann von Dänemark? Nein, ich war voll überrascht. Ich war halt in Schule in Richtung gesehen, aber vorher noch reisen und eben auf den Bauern hinaus. Das war mir beides vertraut, weil Dänemark jetzt auch nicht so exotisch ist. Und du selbst hast vorgetragen im Deutschunterricht dann? Im Rahmen des Deutschunterrichts? Quasi, ja. Ja. Also, da hat der Lehrerin gesagt, wir haben hier einen Gast und bla bla. So ähnlich, ja. Es gab natürlich auch eine Aula in der Schule und in der Früh sind alle schon zusammengekommen und haben gesungen. So, also auf Dänisch, weil natürlich, keine Ahnung, was sie gesungen haben. Es waren, ja. Haben so die Fahne gegrüßt, so militärisch auf Nordkorea? Nein, wir sind alle locker gestanden und es war einfach so die. Das ist das erste Zusammenkommen am Tag, wo alle Schüler zusammenkommen sind. Genau, das war so ein Start in den Tag. Und das war aber nicht ein Gebet oder so, sondern einfach zusammenkommen und haben gesungen. Sie haben zuerst gesungen, dann haben sie gebetet und okay, haben warum gebetet wird, weil halt, das hat uns sie gebetet. Das ist nicht auf Dänisch selbst.
Und dann haben wir ihm direkt gefragt, der so offen war und der Kunst interessiert, was halt toll war, weil ich zu der Zeit noch ein bisschen intensiver Kunstgeschichte studiert habe. Und der hat halt gemeint, sie geht nicht deswegen, weil das ist, also weil in ihren Augen das Einzige ist, wo auch die Erstklässler mit reden können, zu lesen. Okay, ja, und das nehmen sie halt an. Für die Gemeinschaft, weil ich halt jetzt nicht, weil sie super christlich sind, da sind aber keine Kreuze in den Schulen. Das war der war noch wieder eben auch gefragt. Ja, Trennung von Kirchenstaat, ja. Genau. Und du hast das Gefühl gehabt, die haben da gern mitgemacht beim Singen voll, und Beten. Ja. Voll. Und das sind so die coolen Kinder. Mhm. Genau, das sind alle führenden Klassen, selbstständig, ohne irgendwie Begleitung, ohne Aufrufen, ohne irgendwas. Das ohne dass ein Lehrer schimpft, sind sie in die richtige Klasse gegangen. Sind alle da zurück und dann hat der Unterricht eben begonnen. Die Türen waren bei meisten sogar offen. Ja. Und es waren die Klassen waren ganz anders eingerichtet. Es hat runde Tische gegeben, sie haben andere runde Tische, ja. Sie sind an den runden Tischen gesessen, es hat keinen Lehrertisch gegeben, sondern nur ein Regalbrett, wo der Lehrer also die Tasche rausgegeben hat, wo seine Utensilien hatte. Das heißt, der hat nicht so thronartig in einer Übersichtsposition gesessen. Wo man den Tisch hingeben würde, in einer Klasse, da stand ein Sofa, wo dann die Kinder draußen drauf sitzen können, oder während der Stunde, wenn sie Lust drauf haben. Eine Tafel gab und sie haben alle so Bürostühle gehabt, das habe ich cool gefunden, keine Holzfäste. Sie haben alle Bürostühle gehabt, die haben hingefallen. Also mit Rollen, die haben da... Ja, aber es war kein Chaos deswegen. Das war dann die Klasseneinrichtung, die dann auch anders war, als es gewohnt war. Und dann irgendwann, am Mittag oder Nachmittag, habe dann eben diese Deutschstunde halt machen dürfen, wo dann eben wieder in der Aula draußen ihr eben erzählt wird von meinem Leben auf Deutsch und so und was ich halt da mache. Warum in Dänemark sind und warum wir halt in Dänemark sehen wollten. Und dann haben sie angefangen, Fragen zu stellen. Die Kinder haben von selber gefragt? Ja, auf Deutsch. Auf Deutsch. Auf akzentfreies, dem akzentfreies Deutsch gesprochen. Wahrscheinlich war es ein bisschen näher zu Deutschland. Ja, ja. Kennen sie den Klang der Sprache, ich weiß es nicht. In Dänisch ist es nicht so was anderes. Aber die haben grammatikalisch korrekte, akzentfreie Fragen gestellt, die nicht immer blöd waren irgendwie. Also die Fragen waren nicht blöd, gute Fragen. Die waren nicht total gute Fragen. Also ich habe halt vom Maturaball erzählt und ich habe schon in Österreich. Ja. Und weil die Frage ist leider nicht mehr ein, aber eine Frage hat mich wirklich begeistert. Ich kann es nicht mehr sagen, aber es sind wirklich tolle Fragen. Mhm. Und die waren halt sehr jung, also das waren halt 16 aufwärts. Mhm. Ja, das war dann auch ganz nett. Und so war diese Frage mit der dänischen Schule einfach total frei und unaufgeregt. Und das war so schön, weil es unaufgeregt war. Kannst du dich erinnern, ist das bis zum Nachmittag gegangen? Ja, viel Nachmittag. Viel Nachmittagsunterricht. Also, ja, so. Haben die gegessen in der Schule? Ja. Da warst du auch dabei, oder? Ich bin dann bei den Lehrern essen, aber. Achso, okay, ja. Und haben die Lehrer. Essen war bestimmt okay. Genau. Und haben die Lehrer was Spezielles erzählt? Oder ist da was aufgefallen? Haben die Lehrer mit dir getratscht, oder? Ja, ja. Die Lehrer waren überrascht, dass ich so überrascht war. Mhm. Ich glaube, ich war von dir vertraut, ich war mit anderen Schulsystemen. Für denen war das halt normal und ich so, oh mein Gott, und ich mach das und ich mach das. Die waren überrascht, dass ich überrascht war und die sind dann sowieso dann sehr, sehr früh und dann eh sehr, sehr lange mit dem Direktor im Kunstgespräch abgedriftet, weil auch sehr viel Kunst in seinem Büro, was sehr voll war. Das hat mir natürlich abgelenkt, aber die waren überrascht, dass ich überrascht war. Hast du einen Einblick, das war jetzt schon ein paar Jahre her, dass du das gemacht hast. Hast du seither in Österreich eine Schule gesehen? Glaubst du, da ist immer noch eine große Diskrepanz zu Dänemark? Ja. Ich habe Schulen gesehen, immer wieder, und ich sehe immer wieder meine alte Schule. Und ja, also schon. Da fahren sie auch nicht mit Bürostühlen an. Nein, noch nicht. Es beginnt die Schule auch noch immer um 8, soweit ich weiß. Riesenfehler. Ja. Und was man so zusammen, traust du, zumindest den Schulen, die du kennst, traust du dazu, dass die Kinder von alleine in die Klasse gehen, ohne dass eine Gangaufsicht dabei ist, sozusagen? Wenn nur es das Umfeld gibt. Mhm. Selbst an, also kannst du dich nicht von einem Tag auf den anderen, okay, die werden nicht mehr als Gangaufsicht. Die Gangaufsicht sind halt Bekämpfung von anderen, das sind von anderen Umgebungen, die nicht passen, glaube ich. Okay. Du hast so Gangaufsicht, das ist ja viel gefährlich draußen mit Feuer und so. Kinder in Streichen. Ja, Kinder in den Zaum halten müssen. Aber was du gesagt hast mit den offenen Türen, das habe ich ja bei ein paar Schulen schon gesehen. Ja? Also wo sie auch stolz drauf sind, aber halt nicht bei allen. Das ist ein bisschen mehr in den Schulen als ich. Ein bisschen, ja. Zudem muss ich auch sagen, ich kenne keine Wiener Schulen. Das ist ein ganz anderes Ding. Gut, vielen Dank, Melanie. Das ist ein Video, oder? Ich hoffe. Und jedenfalls die dänische Schule echt cool. Ich kann es wiedergeben, ich muss sagen. Okay. Speaking with Noemi, last name,
Alix. Alix, yeah. From France. Mm-hmm. And she talks about her couchsurfing and travel experience. Okay, today's something like February 2017. 17. Okay. That's the new year, you know. Bonjour, Mimi. Bonjour. Okay, please tell me, where do you come from currently? So I'm from a small village, actually, really countryside, west of Paris, so it's like an hour drive from the city, but it's really, really countryside, and I just grew up there, actually. Grew up in a goat farm, so my parents are actually farmers. Goat farm girl. Yeah, oh. Exactly. Okay. So I already grew up in a countryside. Okay. And then, but you did a study or you did a I studied until like just before university. So okay. In France, you usually like 18. Yeah, we call this baccalauréat. Yeah, with 18 years old. Yeah, so I was supposed to go to university, but yeah. Then I took 1 year off. Okay. I went to Australia to learn English. Okay. But then and one more year. You did not work on a goat farm in Australia? No, I used to, yeah. I've been working in farms, like picking fruit. Okay. Yeah, but then that's all. Like, and then I had a car, I sold it, so I had money again, and I was like, I don't want to work. So, so that's what I've been doing, just traveling around. So you were around like 19 years old? You were in Australia? I was 18. 18? I was 18. You had a car? I had a car. You had money? A little bit of money. So what happened? You know? What happened next? What happened next? I've been traveling all around Australia, so from Sydney, going all the way around the west coast, finishing in Darwin. Then I sold my car in Darwin. I had money again because I was sort of broke. I flew to the east coast, which is Cairns and all the Great Barrier Reef, so because I really wanted to see it. And then I hitchhiked the way back to Darwin, and I left from there, which is like in total, it took me 10 months. So you basically lived 1 year in Australia out of your pocket. Yeah, exactly. And worked only as much as necessary. Yeah, pretty much. That was the idea. And you learned English. Yeah, my English was okay after that because I started from nothing to good. How does Australian guys react to French girls? They they're all crazy about it. I don't know why, because of our accent or something like this. I mean, I was. So you had a French accent. Yeah, really strong, and I wasn't trying to make it better because it was just so easy. Like, I was going to any bar and I was telling everyone I was French, and everybody was just coming down, hey, you want a drink? And I had only free drinks the whole time I was in Australia. I didn't pay for one. So travel advice for French girls in Australia: cultivate your accent, you get free drinks. Yeah, don't work out on your accent, just pick it like as bad as you can. Cool, very cool. Okay, what happened next? You returned to... I went back to France, and I struggled to find a job because, the economy was pretty down at the moment. It was 2012. And you were around 19 now? I was 19 at the time. Yeah. I was born in September, so one more year. I would... I found a job for a couple of months. But you don't wanted to go to university or study something? Because it was like, again, one more year. I went back home, it was December. So, I was... That was the worst timing ever. My mom was actually really mad at me, but whatever. That was sort of the idea. So your parents suggested that you should do something with your life and learn something. Yeah, like even like the last year, my mom asked me again, like, are you planning to do something? And I was like, not for now. Okay. So I worked for a couple of months, and then I had a little bit of money, and I was like, oh, fuck it, you know. Can I'm ask gonna what go. You worked? I was working in a... I don't know how to explain that in English. I had this... like yellow shirt, you know, and I had to, so I was like walking around the small villages to fill up a form because I had to ask people that was from the council, I had to ask people from, I don't know, I can't remember what it was. Ah, so Umfragen, questionnaire. Yeah. But that was an official thing, so people knew that I was coming, and I was supposed to stay just a couple. Oh. Oh God, now I'm missing some keys. Okay, second part, Nomi arrived in New Zealand. So I got to New Zealand from Asia. I was supposed to stay there for a couple of months, but then I decided that I didn't want to go home, so I got a working holiday visa in New Zealand. I was leaving in Auckland for about 6 months, so working and there living you there. Worked at this backpacker bar, which was a rowdy place, you say. Yeah, exactly. Yeah. So I was working in a backpacker bar, like a cheap one, cheap drinks, and like
yeah, idiots. Idiots, why idiots? Can you explain? Because they were just, yeah, people were just being rude when they were drunk, and they didn't really care about, like, you know, we're just like staff, so cheap drinks, meaning people getting drunk and being rude. Yeah. That's pretty much it. And your job was to still serve them drinks? Yeah, yeah, yeah. Just, I was just behind the bar. That's what I was, that's the only thing I was doing. Just and behind you the bar. It was your job also to tell them it's over, you can't, you cannot give your alcohol. Yeah, so in New Zealand they have really like strict laws. You can't serve like alcohol to intoxicated people, so I had to refuse them. And okay, and then and they get more angry at you. Yeah, I told you I got called like a bitch, and just people were throwing glasses on my face. So you quit. So I quit. I quit. And what was your next job in New Zealand? So yeah, I was working in a cafe. Like it was all insurance companies and stuff like this. So it was like regular customers. Like I was seeing them I was seeing the same people every day, every week. So I got like a sort of like friendship with them. And my job was to basically remember the orders and about a little bit about their life, you know, just cool. Yeah, so it was paid for your social skills. Exactly, exactly. Okay, nice. And you lived still at couchsurfing, or you had an apartment? So I was living in a hostel for about 5-6 months. So we were just like basically like a big family because we knew each other. Everybody was working, and we were just like a huge family. So it had a nice time. Yeah, I had an amazing time. And all these jobs in New Zealand were official, so it was not that you were paid like you paid your taxes and everything. Yeah, everything was like a proper work, and taxes are actually really expensive in New Zealand. So, what happened then? I think you are around now. You're 20 years old in New Zealand. I think it was. Yeah, I think it was 21. 21 already. 21 at that time. Yeah, already, because after that. Okay. And then you never get homesick and miss your goat farm and your parents and friends? I was sort of homesick after 8 months, and it was getting Christmas, so I wanted to go home because Christmas is a really important part in my family, and you know, it's a real family thing, so I wanted to go home. And then I went to, I stayed home for about a month, and I went to Burma. Burma. Okay. And at home they don't suggest that you should now begin to study or something, or do something with your life? My mom sort of stated, but then I was like, no mom, no, maybe later, you know. But no, not now. Okay. So why to Burma? You had No, actually, because I met this American girl when I was in Sumatra in Indonesia, and she advised me to get to Burma as soon as possible, because it was just open, the country's open from 2011, and a lot of people are actually going there and to see like the real. So you were the first backpacker generation in before Burma. Before it changed, So yeah, I've been there and I met amazing people. Yeah. People are really poor, but like the fact that they are really poor, usually they're really generous, and this is what happened in Burma. Yeah. They don't try to rip you off, like in Bali, for example. Yeah, yeah. They're not spoiled by too much. No, not at all. They even run after you to give you back the change, which is like a cent, not even that. So it's like nothing. And in Burma, you was only tourist, or you was also working? Just traveling around. Okay, just no couchsurfing. No couchsurfing. Okay. I wasn't really into couchsurfing that much. Yeah. Not that like now. So I was just staying in guest house and just taking the train because it's really cheap anyway. So So what happened after Burma? So after Burma, what happened after Burma? Right, I don't even know. I don't too many places, you know. So I went back to New Zealand again without much money. Yeah. And I didn't want to stay in Auckland that time. So all my friends from Auckland, they actually moved to the South Island. There's this really touristic town. It's called Queenstown. It's by a lake, mountains around and stuff like this. Is this where they had the earthquake? No, well, pretty close. Okay, like Queenstown is like the middle of the South Island, and where they have the earthquake is called Christchurch. Oh, okay. The town got completely destroyed, they would like, you know. And is there a big difference from the people of the southern Iceland or New Zealand? People, the whole New Zealand people are really like chill, and it's safe out there. I was hitchhiking around because I had not much money, so I was just staying for my hostel. Because the couchsurfing is really. It's not really popular in New Zealand. There's not enough people. There's 4 million people living in the whole country. It's pretty empty, so there was just no one. So I was spending my money on accommodation and food and no transport, so I was just hitchhiking around. I even got picked up by the police, actually, because they just had nothing else to do.
nothing is going on. Traveling around French girls. Yeah, obviously, yeah. You know, he just, yeah. Like, the guy just, he was really happy to pick up a French girl. So, yeah, that's what was happening. And I got down to this town called Queenstown, where all my friends were, and I was broke. I had literally about $20 or $30 in my pocket. Yeah. And I found a job in 5 hours, which was just great. What do you have to do there? So I was working in a supermarket, actually, because one of my friends told me they needed another staff for the next Monday, and it was Friday, and she was like, okay, you need to go now if you want the job. Yeah. So I went there, and yeah, I got on really well with the boss, so he just gave me the job. And so it was a supermarket job, so you... Yeah, like really easy job. It's such a touristy place that they needed staff that could speak different languages. And so you know, he liked to hire backpackers because they were just staying and going whenever. So and this job really come with accommodation or you... No. So. I was living in a massive share house in this town, actually. We were 19 people in the house. Okay. So it was like a sort of hostel, but like, you know, we were like, no one was checking out after us, we could just party all the time. We were not allowed to, but we did, you know, just party all the time, pretty much just working. Sounds like you had a good life. I had an amazing life. Great. I had really, really good time. Okay. Yeah. What happened? So what why happened? You left? Why literally, you here? I stayed there for about, 5 months. Yeah. No, not even that. Maybe 4 months. But my visa was running out. Ah, okay, So actually, I had to go home because my visa was over. Yeah. So I saved all my... I tried to save, like, between my parties and stuff. I tried to save my money. And I came back home with actually money, so it was good. And I found out that I could get a working holiday visa in Russia. Mm-hmm. So that's what we're in. By this time, you was 22? That was... So basically last year, so I was 22, when I got to Russia I was 22. Okay, And so then I struggled to get the visa because it was a 4 month visa. It wasn't 1 year, it depends on the... No tourist visa, so a visa that allow you... My plan wasn't to work. Yeah. So because for French people we can only get a 1 month visa, so I wanted a longer one because Russia is the biggest country in the world, so obviously takes longer to travel. And I dreamed about Russia for years. I don't know why. That's the biggest country in the world, but we don't know so much about it. That's why it's like really mysterious and stuff. So I just wanted to go. And I struggled to get a visa, like lots of paperwork, and it was really, really complicated, but finally got it. You managed to do that from France? Yeah. Because you have to apply for this kind of visa in the Russian embassy in Paris, only there. That was the only option. So I went there, and this is where I started really using couchsurfing a lot, because I wanted to get into like the real, like the culture. Did you go to Paris or to Russia started couchsurfing? Yeah, from Russia. Yeah. So yeah, I got the plane to Moscow, and basically I started from there. So I stayed about a week in Moscow, then I went to St. Petersburg for a week. All with couchsurfing? Always with couchsurfing. Yeah. So in 4 months in Russia, I actually stayed about maybe 1 week, 10 days in a hostel guest house. Otherwise it was always couchsurfing. People are really into it, like Russian people really want to meet foreigners. So every time I get a host in like a few hours, all the time, everywhere I went. So yeah, basically St. Petersburg, then I went all the way to Murmansk, which is over the Arctic Circle. I wanted to see Northern Lights, but didn't get lucky, too bad. And it was cold. It was starting to be really cold. It was like the beginning of December. And how you make with the language? You come by with your English in Russia, or have you learning Russian? Or? With my host, it was okay. Yeah. I sort of knew like the basics of Russian language from school because I took Russian classes. Yeah, I took Russian classes because we had actually a school trip to Moscow. Mm-hmm. So I was 15 when I got there, just for a week. I couldn't speak Russian actually. Mm-hmm. I knew the alphabet and that's pretty much it. So yeah, I went to Russia like without speaking much Russian. Okay. It's okay. Yeah. You can manage. You can manage. You need to learn like a few words and to buy your train ticket. Yeah. You just write everything you need on a piece of paper. You smile, you give your passport and this. And generally you had the impression that people were friendly to you, especially as a Western tourist. But like Moscow, not so much. Okay, because that's quite... any big city pretty much. Yeah. St. Petersburg was more like relaxed, a lot more than Moscow. Yeah. And as soon as you pass the Ural, when you get to Siberia, people are just amazing. Okay. I mean, so many generous people. Yeah. Like, you know, that's the total opposite of the idea we have of Russian people. Yeah.
So yeah, it was just great. Even in the train, mm-hmm. in the train, like people were offering me food and drinks, a lot of drinks, mm-hmm. way too much. Yeah, just because I was a foreigner, actually. People yeah. thought I was Russian, but as soon there's as not I so saw much them, French girls around running there. Well, there's not yeah. so much foreigners, and yeah. not in winter time. Okay, so you were visiting Russia in winter. Obviously, you know why? Because for me, Siberia means cold. I had this image, like anyone get the image, if I tell you Siberia, you're going to think you're yeah. think straight away about the cold, right? Yeah, of course. So I wasn't planning to visit in summertime. This yeah. is the point, you know, and I wanted to see Baikal Lake completely yeah, yeah. frozen. Yeah. So that was the idea. So I traveled all the way to Vladivostok. Wow. Which is, yeah, so the best. And how you traveled in Russia, you paid for the transportation or you yes, also train. Hitchhiked the train? Okay. Train. I hitchhiked once yeah. because I had to do it, but yeah. it was minus 18. Oh, it's not and fun. And no, like you're yeah. really literally freezing your ass. Don't want to do that. Do you learn, is there hitchhiking culture in Russia or is it better? Yeah, it's quite, yeah. apparently in summertime it's yeah. sort of popular, but the, yeah. the distance are just huge. Yeah, yeah. So it makes it more complicated okay, and people okay. think it's not that safe. So. Yeah, yeah. But young okay. people do it because they don't okay. have money. So, and then you you stayed a full visa time in Russia. I was supposed to stay 3 months, so yeah. my visa was for 4 months, and yeah. I still had some money. So I was like, oh, you know what? But you was not working in Russia. No, you were just spending. People offered me jobs, like as really? An English teacher or French ah, teacher yeah. in schools. Wow. A lot of people told me, if you're running out of money, just get to the first school yeah, and yeah. you will get a job straight yeah. away. But it wasn't so much money, and I wasn't, my visa you was had just, money. I had sort of, yeah, not yeah. so much, okay. but enough. Cool. But when I get back to Moscow, I had like only 200 euros yeah. left, and I missed my flight actually. It was yeah, after yeah. 3 months, and I just missed it. I couldn't change it because of whatever reason. And so I ended up in Moscow. I was like, okay, should I just buy myself a plane ticket or just cross Europe? Because mm-hmm. basically there's no sea yeah. or anything yeah, yeah. like this. You can just cross overland. Yeah. So obviously I choose the second option because this is more fun. So 2 more weeks of traveling and. I went to Latvia. I found so you a go host. To the Baltic countries. Yeah, exactly. Yeah. I went to Latvia mm-hmm. because I wanted to visit Riga, actually. Yeah. I found a host on couchsurfing. He pretty much, basically, he showed me around the whole country in 3 days, which mm-hmm. was just awesome. Really, really good experience. And then also because of couchsurfing, I found this this guy. He told me that his mom was going, actually, all the way to Vienna. She was living in Vienna. And he said that if you want to, she can drop you off whenever you want to. So I was like, sweet, that's nice. So she dropped me off in Poland for free. Mm-hmm. So I get a lift for free. So in Poland, I stayed in Krakow, Warsaw. This was 2016 now, you're speaking. Yeah. 15. 15, ah, still, okay. Oh, no, 16, yeah. 15, that was the beginning of spring last yeah, year. Yeah, yeah, okay. Yeah, about March, April. And then so crossed Poland as well, Czech Republic. I had one of my friends living in Can Prague. Can I say that there would have been more direct ways home if you were Russian? Just, but yeah. Well, but you enjoyed. Yeah, I really wanted to like yeah. see a little bit of Europe. You know, yeah. I had not much money, but I was just hitchhiking and get hosted by people. And couchsurfing. yeah. So it was okay. It was okay, and I just wanted to see a few places. So I stayed basically 1 week in Poland, which I really enjoyed. Yeah. That was like the culture is really. Really cool out there. Nice lots in of Poland. History. I met actually a lot of foreigners in Poland. Ah, okay. A yeah. lot of them. But I met a few Polish people. Yeah. They were just, yeah, they were pretty cool as well. Yeah, yeah, really, really cool. So, and then I hitchhiked to Prague. Mm-hmm. Stayed about 5 days with my friend out there. And then she knew a guy, an American guy, who's living in Germany. Mm-hmm. So I got hosted in an American army base. Wow. Yeah, that was in the plan. So she okay. stayed 1 night in Germany, but I was in America. Yeah. Which was, that was just a really good experience. You know, okay. it's like a whole town out there and stuff. And I told him I was hitchhiking the next day to Strasbourg. So mm-hmm. I was in Nuremberg the day. I was hitchhiking my way to Strasbourg. And Strasbourg is back in France. So back yeah. in France, yeah. yeah. Because I wanted to stop there. People yeah. told me it was really pretty. I've never visited it. And I told the guys, so I was hitchhiking there, and he was sort of worried. Like he was worried. Worried. Oh, okay. Me just hitchhiking. Yeah. And he asked me like 2 times, "Where are you going? Where are you going?" So yeah. I told him Strasbourg every time. And after 10-15 minutes, he was like, "Okay, I'll buy you a bus ticket." So he was really kind. He was really generous. He bought me a bus ticket to Strasbourg. And I was like, "Thank you. That's cool. You didn't have to do that, but, you know." So I ended up in Strasbourg. I got hosted by a really really cool girl out there couch for couchsurfing as well for about.
two, three nights. This was the first time you couchsurfed in France, in your own nation? Yeah. Yeah. How was that? It was good. Like, the girl, she wanted to travel alone, but she... Yeah. She never did it because she was scared, and she wanted to have like a, you know, to talk to somebody who actually did it. So you give your travel experience a lot of advice, and she was really happy about it. And then the next month she was actually going to become a role model or something. Sort of, you know, we just got on really well together. And then I was like, okay, I had how much? Maybe 20 euros left in my pocket, and I was like, I can't be bothered. You were in Strasbourg, but you need to go to Paris. I think that's more than 20 euros. You know, that's pretty much. And I found a bus ticket for 12 euros. Oh, okay. I don't like to hitchhike in France. Yeah. I don't know why. It's my own country. Uh-huh, I don't like to do it. So I just get the train to Paris, and then I get the bus to Paris, and then I get a train to my home, and I call my mom. She came to pick me up. And then you come home without money. Without money. Okay. I had exactly 8.30 euros in my pocket. And you were 22 years old. That was last year. 22, yeah. 22. Yeah, 22. 22, without money, no education. Pretty much. Well, I could speak English. You know, like lots of travel experience. So, let me guess, your parents are against suggesting my mom. My mom was sort of mad at me. She was like, what the fuck have you been doing, you know? And I was really lucky. I found a job in 3 weeks. In your home area? No, in the Alps. In France, in the Alps, so the French side, so really close to, actually 5 kilometers away from Geneva. Okay, yeah, from here, Switzerland, Really close to Switzerland. I've been working here for 6 months. Okay. And they provide me free accommodation. So it does cost also money and living and food? No food, but just accommodation. Okay, accommodation. I had like a small studio for and me. And this was also a tourist job? Yeah, so I was working in a camping as a receptionist because they were looking for staff that could speak properly English. Exactly, so here we go. That French people really don't... They don't so good with English or well, don't like apparently the last 2 years they hired a receptionist. The girl apparently were studying at university. They were supposed to speak good English and stuff like this, and they couldn't. She had the degrees but not the skills. Exactly. So and you the other way around. Exactly. Okay. But like people usually don't want to give me a job because I don't have the degree to prove my level. And so your passport with all these stamps served enough as a degree that you said I was in New Zealand. She gave me the job. Like my boss gave me the job because of you not studying but traveling in history. Yeah, she saw that I've been living in English speaking country. Nice, so that was the main idea. And so I stayed there for about 6 months, just saving up all my money. Yeah. And now here I am, sort of. I went back home for about 2 weeks after that. Yeah. And I went to Holland because I visited some friends in Rotterdam. Couchsurfing or direct friends? You friends. Had them already. Yes, okay, friends. Actually, a girl in Amsterdam that it was friend surfing. Sort of, yeah. That I met in this girl in Amsterdam. Mm-hmm. I met her in Malaysia. Okay. She years back. Okay. So here you go. I was in Amsterdam. So you visited friends and paid only for the transport, I think. Yeah, pretty much. And then I went to Scotland for 4 weeks. So we wanted to travel Scotland. I met a man the last summer that he told me a lot about it. So I was actually, I'm going to go to Scotland. So I've been there for a month. And then it was Christmas time. And so Deborah, I just went you back were couchsurfing? I did it twice. Yeah. Twice because there's not so many people in Scotland Like I wanted to go to the islands and stuff like that. Yeah, yeah. There's not many people. So you made like normal tourists, you paid for a bed and breakfast or something? Yeah, well for hostels, but hostels are really expensive in Scotland. Okay. Like traveling in Scotland is really expensive. And in Scotland you did hitchhiking or you... A little bit, but it was cold. It was cold and I just couldn't be bothered. Okay. No, I was just like, I got some money, it's fine. So, yeah. I don't know if we have that on tape. You said you had once in Germany or somewhere a hitchhiking experience where you hitchhiked exactly 1 minute before the first car stopped. Yeah. Is this usually like that? That you get picked up really fast? Yeah, I get picked up really, really fast. Like usually. And just for our listeners, those people who pick you up, they don't even can hear your French accent because they don't know that you have one. They don't know, So it must be something else. People think I look like, when I was in Russia, people thought I was Russian. I got a proper Russian face, but I couldn't speak the language. So I can fit pretty much anywhere. I had a lot of friends from South America in New Zealand. Mm-hmm. People thought I was Argentinian or Brazilian. Okay. And I just can't speak the language, so I was like, no. When I was in Holland, people thought I was a local. So whatever they fantasize about, they projected into you. Yeah, exactly. Okay. So because I don't have this really strong French accent that everyone has, and everybody think that I'm like a sort of local or that I'm from like, you know, they think I'm from Europe, but they don't really know where. So all the time it's like Germany, because German people speak quite good English.
Germany, Holland, or these kind of countries. I don't know why. But, yeah. So you fit always in the category of girls we would pick up for the street and give a ride. Well, pretty much. So nice. It's really, really easy for me to get a ride because I'm traveling alone. Yeah. I get a backpack, so people can see that I'm actually really traveling. I'm a girl. I'm young. They're not scared. Like either couples, people with kids. So you scare nobody. Yeah. The other way around, I think a lot of people ask you that. Is it not scary? What happens if you get picked up by a creep and then he try to sexually assault you or rob you or something? I would say like that's life. You know, things. But it never happened to you. No, it never happened to me. And I mean, I can sort of like feel it if people are not good. You know, in a second you see if you go on with the person or not, and I will refuse. Never happened before, and hopefully it's not gonna happen. So far it's been just great. I met a lot of really, really good people. I hitchhiked over 8,000 kilometers now, either in Australia, in New Zealand, in England as well. I did it in France. So like this summer, last summer I was traveling a lot around France and Switzerland. Mm-hmm. And transport is just crazy expensive out there. So I was just hitchhiking. So and never neither with hitchhiking nor with couchsurfing you had really creepy experiences. One. Can you explain? In Russia, I arrived really late at the guy's place. It was already like 10:30 or 11. It was minus 30 outside, and I felt really, really uncomfortable. I don't know, but I just felt so uncomfortable the way he was talking and stuff like this. I was really scared. This was your host, couchsurfing host. That was my couchsurfing host. And I mean, it was either he was either killing me, so hopefully I was like, hopefully he's not going to kill me. Yeah. Either I'm just going to die outside because it's too cold. Yeah. It's the middle of the night, my phone's going to die in a second because of the cold and stuff. So what you did? I actually slept with my taser. I have a taser. Slept with it. Nothing happened. Okay. Hopefully for me nothing happened, but I just left. I just left the next day. I was like, no, I'm not. So, but objectively, beside of making a bad impression, he did nothing. No. So it was just you had a bad feeling. I had a really, really bad feeling. I was actually scared, you know. That was the first time I was actually scared. Now I'm trying to be like really careful. But I mean, you never know. For me, it's like if something has to happen, it's gonna happen. Sort of. Okay. Sort of bad to say, but this is like to be like this. So. But you would not this off chance that something happened bad to you. You would not swap that for the chance of not traveling. In your style of life. What do you mean, like? So you still travel. You still do couchsurfing. You still do hitchhiking because you accept I trust some people. Yeah. I trust that the world is not so bad. A lot of a lot of good people. Okay. And sometimes maybe you're just gonna meet the wrong ones. Yeah. It happens. Okay. There's idiots everywhere, pretty much. But so far, I had really, really good experiences. People have been really, really generous to me. Yeah. And you like this experience? I love it. I'm actually traveling because I love to meet people. Mm-hmm. Like right now, I could afford, because I saved up like quite a lot of money last year, I could afford to pay for a hostel, pay for the train or the bus or the transport. Yeah. But I'm just not going to meet anyone. Even in hostels now, you're not meeting that many people. You know, there's 10 people in the room. Yeah. You get in, you say hi, everybody's looking at you, but no one's entering. You just can't even make chat or anything. Yeah, and couchsurfing is... It's personal. You're on couchsurfing because you want to meet people. So we already have a sort of like thing in common with my host or, you know, with the people like I'm going to share a moment with you. So you actually meet people who are not looking in their smartphone, but in your eyes and speaking with you. Exactly. This is strange for your generation. It is, right? It is, because people are just stuck on their phones all the time, and I'm feeling that this is wrong. I mean, if you want to meet people, well, just go for it, share coffee or something like that. Okay, and right now you're traveling Europe, and we will hopefully have another record where you talk in my next 2 years. Can you just say from the perspective now, you're now just 23. And you now non-stop traveling science? Well, not non-stop. Mostly traveling science. So basically, since you're 18. I've been short breaks like, to work to fill up your traveling it's the story of my life sort of. So it's been 5 years at the beginning of the year January. It's been 5 years, but I'm mostly interested how you deal with your parents. Don't people say, look, you should probably I think they give up. My daughter travels. Cool. Will work in the travel industry, but they're actually pretty proud of this, you know, saying like, hey, my daughter's from this country or this one. So they accepted because of traveling. I learned a lot more than I would have done if I was going to university, for example. I would never get like that level of English. By doing. I learned a lot about people, a lot about like the world,
about myself as well. Yeah. I used to be really shy, and yeah. now not anymore. You're not, okay, I yeah. wouldn't do that. I wouldn't yeah. like speak to you like this, probably not. So yeah. Also, you make a very optimistic impression about your own future. So you're very sure you will find some job related to yeah. the travel industry. Yeah, if you really want to, you can. Yeah. And yeah. I mean, I have a European passport. I can pretty much work yeah. anywhere I want in Europe. Yeah. Even if in France is really bad right now, we mm-hmm. can't really find that many jobs. And you can just get you another place. Just go somewhere else. I think it's easy to say that, but it's also easy if you really want to, just get out of the place, find another place yeah. to live out there for a few months, and that's all. Can we go back to the time when you was not traveling, when you was like 16 years old or so? Do you already dream from traveling back yeah. then? Okay. Yeah, a lot. I dreamed about travels a lot. Like, and I guess you traveled with your parents family actually, vacation. My parents, they really like to travel. My yep. dad, he's mm-hmm. Always going to Madagascar. That's really like okay. his country. He loved it. I've never okay. been there, but I will go yeah. someday. And my mom as well. So when I was younger, the family. Sort of. Yeah, yeah, we really like to go yeah. overseas and discover mm-hmm. things like this. So I've been to Greece, Italy, Dominican Republic with my mom. But you know, yeah. from a pretty young age, that as soon as I'm finished with school, I will go traveling, or was it not? I wanted to, but I was sort of like too shy to yeah. talk about it. And actually, when I told my parents I wanted to take 1 year off between my travels. Yeah, yeah. And I wanted to learn English. Yeah. My dad, he knew some people that actually, their nephew or their mm-hmm. son, the kids or whatever, they did a working holiday visa yeah. overseas. Mm-hmm. So he told me about either Australia or Canada. Okay. I had a look about that, mm-hmm. and my dad was really supportive because okay. of this. So actually, I left because of my dad, which is good. Mm-hmm. He really, cool. My parents are always like behind me, telling yeah. me, if you want to do it, just do it. Yeah. You know? Yeah. Which so is, they which supported is you, nice. A lot, yeah, yeah a lot, yeah. which is really nice. Have you any, I think this podcast will not have many 16-year-old girls listening, but in case they are, have you any advice for them, like if you're young and shy and still in school? Go for it, like really, go for it. The world is not that bad, and people mm. will help you a lot. Yeah. It's amazing how especially people if you can have a friend with them. Maybe there's a reason, but like especially for a girl, I think yeah, people yeah. are really, they're not scared of you. Yeah, yeah. So and they do you look harmless? Yeah, they really open, want yes. to try to protect yeah. you, to yeah. help you. Probably a lot more than if I was a guy. You know yeah, what I mean? Yeah. Because people you're have this idea scary. Of like a guy usually he can deal yeah. with things, he can deal yeah. with problems, he can deal with people, and a girl no. It's sort of like yeah. we're like the little fragile thing. Even if we're not, I know I'm not. I know I'm like confident enough. Yeah. I can. Like, if people come to bother me, I'll just tell them to fuck off and done, you know? Yeah. But at the beginning, yeah, it wasn't that easy. Now I know what to do. I know how to deal with people. And, yeah, I learned a lot about that. So I'm like, I look confident enough. People don't come and bother me. Usually, okay. yeah. So, generally, you can advise your lifestyle of traveling. If you're young, yeah. do it. Yeah, if you really want to do it, just go for it. I mean, and if it doesn't work, you just go home. That's all. And usually, go study. And go study, exactly. Well, I was planning to do it, you know, like think about it, think about what I want to do. Because people, like life is supposed to be like that. We're now in like our society, like we're supposed to go to university, then get a degree, find a good job, get married, have kids. That's sort of like yeah. the way yeah. to leave. But I don't want that for now. I just for don't now, want yeah. that. No, I don't you want can still do it. You're still maybe young. Later. Yeah, yeah maybe later see. I will be like, okay, I want to settle down. I'm just tired of this kind of life, just moving around all the time. Maybe I will. Maybe okay. not. I don't know. We'll see. Mamis, merci beaucoup for this interview. Merci beaucoup. Au revoir.